Hallo zusammen und herzlich willkommen im Jahr 2022. Tatsächlich dreimal die Nummer 2. Ihr seid aber da bei der Nummer 1, dem besten Medium, wenn es um Frauenfußball geht in der Schweiz. Und mit mir heute der wirkliche Nummer 2, Nathalia, der beste Kommentator, wenn es um Frauenfußball geht, der Hugo Kostetzer. Hallo Hugo, willkommen im neuen Jahr. Ciao, Unse. Dir auch noch ein gutes Neues im Nachhinein. Hugo, fangen wir gerade mit dem Bösen an. Und zwar, ich habe das Gefühl, deine Zuschauer, unsere Zuschauer, schuldest du eine Entschuldigung. Im November haben wir miteinander reden, jetzt ist fast schon Februar. Was ist passiert, Hugo? Wo bist du gewesen? Viel neuen Job übernommen, technischer Leiter bei der Frau zu Luzern. Dann noch, wo wir den Podcast hatten wollen machen, bin ich mit Corona im Bett gelegen. Also bin ich mit Corona 5 Tage daheim gewesen. Ja, dann ist die Zeit im Flug vorbeigegangen. Es ist unglaublich. Also das ist schon wieder Ende Januar. Ja, die Zeit läuft. Das ist Fakt. Ich muss mich bei dir entschuldigen. Wir haben es, glaube ich, am Donnerstag schon darüber gehabt. Du hast mich schön dezent ignoriert, aber das ist okay. Umso schöner ist, dass wir wieder mal einen Podcast machen können. Freue mich. Und hast du schon ein bisschen vermisst, ja. Ja, das Luzern war ein bisschen theatral, damit die Leute sehen, dass ich mit mir nicht alles lala mache. Nein. Alles zum Spass. Gehen wir doch gerade in Medias Res. Wir haben uns Luzern gesehen, Testspiel zwischen Luzern Nationalliga B und Luzern Nationalliga A. Du bist dort nicht, weil du einfach sonst immer am Match kommst, sondern auch, weil du neu eben technischer Leiter bist bei der FC Luzern Frauen. Jetzt haben die Leute die letzten 5-6 Monate immer geschrieben, oh, dort wird der Trainerposten frei. Ist das etwas für Hugo? Ist das etwas für Hugo? Warum jetzt doch nicht der Trainerposten? Ja, also erstens mal, ich habe mich schon einen Spielbruch, also ja, nein, ich habe Anfragen gehabt. Es wären auch interessante Sachen dabei gewesen, aber neben dem Job im FC Luzern 100% bei der ersten Mannschaft ist es relativ heftig geworden. Ja, sag niemals nie. Und dann ist ja, die Thematik aufgekommen mit den Frauen von Luzern, wo auch nicht alles im Lot war. Ich habe mich ja, bin dort mit den Verantwortlichen 3-4 Mal zusammengehockt, habe dann das Projekt angelost und habe dann gesagt, ja, es ist doch eine Richtung, die mich interessiert. Und bin dann nicht ganz weg vom Frauenfußball, kann in einer anderen Funktion etwas bewirken, ähnlich wie ich es Thun gemacht habe. Natürlich viele andere Voraussetzungen wie in Thun. Und es ist wieder ein Rucksack füllen in einem anderen Bereich, wo ich als Trainer nicht so dahinter gesehen habe. Also normalerweise nicht dahinter sehe. Und von dem her gesehen, habe ich müssen sagen, doch, das reizt mich. Und sie haben extrem viel Potenzial in der Region Innerschweiz, wie wir aufgestellt sind. Ist natürlich schon krass, wie breit das dort eigentlich jetzt bei der FC Luzern breiter Fußball aufgestellt ist. Und nebenan natürlich mit der AWSL noch, mit dem Spitzenfußballfrauen. Also sehr eine interessante Aufgabe für mich. Ja, und von dem her gesehen hat mich das extrem gereizt. Natürlich mit dem Arbeitsweg auf Luzern, wie ich es gerade in Verbindung machen kann. Und optimal für mich jetzt einfach mal etwas Neues zu machen. Aber das heisst nicht, dass ich Trainerkarriere beendet habe. Wenn jetzt etwas Interessantes kommt, jetzt auch bei Luzern vielleicht oder irgendjemand so in der Region, dann warum nicht. Aber Stand heute ist ja so, habe ich einen Vertrag für die Frauen von Luzern. Sommer wieder, also eigentlich bis jetzt im Sommer plus ein Jahr. Und das habe ich eigentlich von Anfang an wollen. Längerfristig unter Marcel und der Thomas haben dann eigentlich gerade gesagt, jawohl, das machen wir auch betreffend Labelauflage. Ab nächstes Jahr, wenn sie kommen, hat man jetzt natürlich einen Posten schon besetzt. Genau, Labelauflage, zu denen kommen wir dann später noch mehr. Zuerst wollen wir aber darüber reden, was ist denn für dich angestanden? Also was musst du jetzt im Moment ein bisschen machen zu Luzern, außer mit Alia darüber reden, wie mühsam es ist, bei mir im Podcast aufzutauchen? Ja, ich bin erst Ende September, habe ich den Vertrag unterschrieben. Das ist natürlich schon mal vor und schon mal zu drei Viertel gelaufen gewesen. Ganze Strukturen angeschaut, ganze Mannschaften angeschaut, die Spielerinnen angeschaut, Trainer angeschaut,
Was kann man ändern? Was wollen wir in Zukunft? Transfer sind wir dran, wo ich leider hier noch nicht Spruchwiff definitiv zu sagen. Also wir haben einen geholt von der U19 von Basel, Salome. Wieder eine Junge, und wer mich kennt, ist eigentlich so Tendenz jung, talentiert. Ähnlich wie in Thun. Was wir jetzt sicher gemacht haben, ist... Jung Bruno Stefan Kipf, oder? Ja, gut. Ja. Sie ist damals jung gesehen, wo du sie geholt hast. Ja. Die ganze Strukturen angeschaut, und da haben wir schon jetzt auf die Rückrunde massive Änderung vorgenommen. Und Nazi B-Kader angeschaut, das ganze Team angeschaut, da waren einige Sachen nicht im Lot gewesen, wo wir jetzt einigermaßen im Griff haben. Sie sind momentan gerade in der Türkei, haben es, glaube ich, gut, gute Trainingsbedingungen. Und wichtig ist jetzt einfach, dass wir das B im Team mit dem Staff, dass die mal stabilisieren, dass wir dort Ruhe reinbringen. Und dann geht es natürlich weiter über die zweite Liga, die wir haben. Die ganzen Strukturen runter. Wir haben Änderungen vorgenommen bei den D-Junioren, bei den C-Junioren. Wir haben Änderungen vorgenommen bei den E-Junioren. Also dort sind wir eigentlich im Sold in meinen Augen. Und jetzt geht es einfach nur um die Transfer eigentlich gewerkstelligen, nächste Woche oder übernächste Woche, dass wir die eigentlich bekannt geben können. Voraussichtlich. Also mein Wunsch wäre, dass wir 3 bis 5 neue Spieler rein werden holen, mit Erfahrung Nazi B, mit Erfahrung Nazi A, plus Junge. Und da sind wir eigentlich auf einem sehr, sehr guten Weg. 3 bis 5 ist ein sehr, sehr hoher Anspruch. Das ist viel, Hugo. Ja, aber ich sage so, ich bin natürlich gut vernetzt, habe die Möglichkeit, ja, wirklich sehr, sehr gute Gespräche mit Spielern rein, weil Luzern ist nicht einfach nur Luzern, man muss einfach auch das Produkt können verkaufen und man muss dranbleiben. Und ja, hat sich da einige interessante Gespräche gegeben, auch auf Zukunft, auf Sommer raus, muss ich sagen, es sind ja jetzt nicht nur Gespräche gesehen, die letzten 6 Wochen auf Winter, sondern was ist im Sommer? Also im Sommer werden wir auch nochmal hoffen, dass wir dort namhafte Zuzug werden haben. Aber eben, wie gesagt, das ist wieder das Projekt wie in Thun. In Thun ist es 7 Jahre gegangen, und das Ziel ist einfach, dass wir uns etablieren in Nazi B mit einem guten Niveau. Das heisst Top 3, Top 4 ist das Ziel in den nächsten 1,5 Jahren. Das ist auch mein Anspruch und auch an den Verein. Kannst du das Kabel mal packen? Ja, ich hasse es. Also irgendwie, es ist ständig am... Ich hab's. Und sonst kannst du ja so ein Ohr wickeln. Oder so. Nein, eben, und auch mit der Struktur. Also wir haben jetzt ganz klar gesagt, wir werden nicht mehr mit dem Bonusjahrgang shooten in der Stufen. Das heisst, wir werden effektiv auf die Rückrunde nur noch mit den effektiv 2 Jahrgängen spielen, wo eigentlich Buben spielen. Weil ich das Gefühl habe, wir sind geblendet worden von den Resultaten, von den Leistungen, weil Ziel muss ja sein, dass wir uns messen mit den Jungs in dieser Stufe, die gleich alt sind. Das heisst, wir werden jetzt auf die Rückrunde, werden wir neue, anstatt 1 Junioren, werden wir 2 Junioren stellen. Dann werden wir ein neues 10-Junioren-Team stellen, neben der U15, wo wir ja mit dem Spitzenfußball haben. Und von dem her gesehen, sind wir extrem gut aufgestellt. Und ja, es macht eine Freude. Und jetzt bin ich gespannt, wo der Weg noch hingeht. Aber es ist schon viel Arbeit. Also, ich muss sagen, ich habe gewusst, dass es viel Arbeit ist, aber ja, spannend. Also, es sind viele Stunden, die schon drauf kommen. Man muss da aber auch sagen für die Zuschauer, technischer Leiter ist nicht gleich technischer Leiter. Gewisse Leute nehmen den Job auf eine gewisse Art wahr, mit ganz wenig Zeit und Investment, und andere nehmen es sehr wahr. Und du bist halt schon immer der, der sich sehr viel Zeit nimmt und echt sehr viel macht in seinen Positionen. Auch bei Thun bist du echt mehr als nur Trainer gewesen. Du bist auch technischer Leiter gewesen, halber Materialwart, Organisator von vielem, oder? Und das wissen die Leute, das ist einfach so. Und du hast dort auch grosse Lücken hinterlassen. Und du hast dir jetzt viel vorgenommen, den Unterbau zu korrigieren. Wie wichtig ist es denn, dass der Unterbau richtig funktioniert, gerade in einer Region, wo man vielleicht seit 15 Jahren kaputt ist? Ja, man muss schon sehen, der Unterbau ist für mich sehr, sehr wichtig, gerade wie wir aufgestellt sind in der Schweiz. Man darf eines nicht vergessen, ich meine, wir haben jetzt beim Breitenfußball Playmaker, wo wir anbieten, das sind eigentlich Mädchen, die noch nie mit dem Fußball zu tun haben. Das sind jetzt, glaube ich, 15, die regelmäßig ins Training kommen.
Wir werden jetzt, der Urs, ein Jahr Trainer, wird jetzt eigentlich so eine, in Luzern gibt es eigentlich so eine Sportwoche, wo er wird Fußball anbietet, explizit für Mädchen. Ist eigentlich wie eine, indirekt wie ein Sichtungstraining, wo man eigentlich dort schon auch nicht lizenzierte Mädchen eigentlich gar kann begeistern für Fußball, für unseren Verein. Dann geht es weiter mit den Einjahren, oder? Ich meine, Einjahren, klar, die sollen Spass haben, aber im Endeffekt muss das Ziel sein, dass man in 2, 3 Jahren eigentlich von der, vom Nachwuchs eigentlich immer 3, 4 ins Fanion-Team kann nehmen, oder? Das ist eigentlich super geschafft. Und durch das, was wir natürlich mit dem AWSL auch noch auf Platz haben, mit der U19, mit der U17, mit der U15, haben wir natürlich eigentlich alles abgedeckt. Nebst der Zweitliga, nebst der Nazi-B. Also, wir können eigentlich jede Spielerin in der Region, die Anspruch hat zum Spitzenfußball oder zum oben raus Fußball spielen, haben wir eigentlich alles abgedeckt, was du abgedeckt haben, oder? Und von dem her gesehen, glaube ich, ist keine Region so gut aufgestellt, wie wir eigentlich in der Nähe, alles in, auf einem Umkreis von 500 Metern. Und das ist eigentlich schon krass, oder? Und von dem her gesehen, sehe ich extrem geiles und gutes Potenzial, als wir eigentlich die Region in der Schweiz ja, relativ können gut positionieren. Aber das heisst für mich natürlich auch mit den Vereinen umlegen, den Vereinen Kontakt aufnehmen, zusammenhocken, wie sieht es bei euch aus? Also ich kann ein Beispiel nennen, ich habe letzte Woche mit jemandem Kontakt gehabt, ich nenne jetzt keine Namen, ich nenne keinen Verein. Dort sind 4 Trainer, die einfach am Mittwochnachmittag ein Training anbieten für Mädchen, die sind nicht lizenziert, die haben 40 Mädchen im Training. Von 2007 Jahrgang bis 13 Jahrgang. Ja, jetzt heisst es für mich, mit denen an den Tisch anzuhocken, welche Spielerinnen wären interessant, welche wären lizenziert sein. Und wenn ich nur 4, 5 Spielerinnen 2008, 2007 Jahrgang wieder habe, habe ich schon wieder bei der C3, die ich jetzt neu stelle, schon wieder mehr Leute, wo ich eigentlich dann in 2, 3 Jahren du 17, du 19 und du Zweitliga oder so vierte. Und das ist eigentlich mein Ziel, dass wir eigentlich nicht mehr 5, 6 Transfer im Jahr machen, sondern nur noch punktuell meinen Transfer machen. Und das ist eigentlich das Ziel, das ich habe. Mit dem Anspruch, dass wir eigentlich einen Unterbau haben, wo gute Trainer sind, gut ausbilden und dass wir einfach Qualität haben schon dort. Das ist das Ziel. Ich komme ja aus der Region und ich kenne ja das riesige Potenzial von Luzern. Ich meine, das Einzugsgebiet geht bis auf Zürich fast, oder? Bis ins Zugerbiet. Es geht die ganze Obwald-Nidwald-Region hin. Und dann hast du Sursee, Sempach, bis Schöftle hin. Und dann das ganze Hinterland, Entlebuch. Also es ist viel Platz und viel Mädchen, die nicht viel machen. Das heisst, dort könnte man den Frauenfußball verstärken. Das wird es aber auch an uns liegen. Und da nehme ich mich auch in die Pflicht. Und vielleicht müssen wir zusammenhocken mit den Damen vom Innerschweizer Fußballverband, die ja jetzt da einen Frauenfußball-Push machen, um zu schauen, dass wir den Frauenfußball in der Region halt einfach stärker machen. Gell? Also weißt du, mir geht es nicht darum, dass ein Mädchen vom Entlebuch oder weiss nicht, im tiefsten Krachen zu uns kommt, sondern ich sage immer, wenn sie bei der Giele können shooten und Spass haben und so, ja. Die lohnen sie so lange wie möglich dort. Ich meine, aber auch die auch wird 15, Hugo. Ja, richtig. Und dann muss man bereit sein, dann muss man ihnen etwas können bieten, wo sie sich weiterentwickeln können. Das heisst, ich muss Top-Trainer haben, die ausbilden, ich muss gute Strukturen haben, sie müssen ein Ziel haben, ich muss ihnen können den Weg aufzeigen, wo es hingehen kann, was wir können bieten können. Und da glaube ich schon, dass wir in der Innerschweiz relativ oder sehr, sehr gut aufgestellt sind. Und ich meine, im Futeco, nehme ich jetzt nicht mehr mal, reden wir auch noch mal von etwa 25 bis 30 Mädchen, die in der Futeco-Bewegung sind, vom FC Luzern selber her. Also Innerschweiz AG. Also auch dort haben wir natürlich noch mal einen Pool, wo wenn jemand nicht mehr längt im Futeco, ob sie dann zu uns kommt oder in die U15 oder U17, ich meine, im Endeffekt bleibt sie einfach immer in der Innerschweiz und das muss Ziel sein, oder? Dass wir uns eigentlich mittelfristig, langfristig wirklich etablieren als die Adresse in der Innerschweiz, ob es jetzt mehr sind oder der Spitzenfußballfrau, das spielt eigentlich keine Rolle, aber dass wir uns einfach können positionieren, dass wir eigentlich eine Top-Adresse sind und das ist eigentlich das Ziel, das wir jetzt anstreben. Was ist so? Von dem her gesehen liegt jetzt eigentlich in den nächsten Wochen wirklich auch Kontakte mit den Vereinen, die Mädchenmannschaft haben. Ich meine, ich höre von Vereinen, wir haben Wartelisten, wir haben schon zu viele Mädchen, ja. Und das heisst jetzt auch, um irgendwie anzukriegen, wenn sie keinen Platz mehr haben, dass es mehrere Varianten sind, dass wir wirklich in Breite gehen mit Qualität. Also, dass wir eigentlich in Zukunft so aufgestellt sind, dass wir nicht mehr die 5, 6, 7 Transfer machen von auswärts.
Ja, und eben, nur um das im Zusammenhang zu setzen. Ich habe neulich den Marktwert von der Schweizerin gepostet, oder? Und hat mich einer darüber aufmerksam gemacht, dass in der Bundesliga die drei teuersten Schweizerinnen alle drei aus Alle der fünf Sterne. Schweiz kommen, oder? Ja, Luana Bühler ja. 25.000 Franken, Geraldine Reutel 45.000, Svenja Förmi 75.000. Dazu haben wir dann, okay, die Irina Pando ist nicht weg aus der Schweiz, aber in der Schweiz wertvoll wurde, kann man sagen. Und aber da kommen ja noch immer noch die Ramona Bachmann oder dazu und dann noch die Viola Caligaris, die ja auch aus der Schweiz sind. Und man darf nicht vergessen, die beste Spielerin aller Zeiten, oder Lara Dickmann, wo angemeldet war, wie geht es jetzt zum Spielen? Hoffentlich passiert das noch. Ich fände es lustig. Clara Dickelmann ist ja aus der Innerschweiz und nicht vergessen, der beste Kommentator und Journalist im Der Fußball. Hund, Kommt Suse, der auch, Mann, ja. Suse. Nein, nein, nur ein Witz Nein. da. Ja. Spass beiseite da. Nennt, ich habe mich nicht im gleichen Atemzug genannt mit diesen Fußballerinnen. Aber Hugo, jetzt muss ich natürlich auch den Pessimist spielen. Viele Leute werden sagen, ja, aber mit dem FC Luzern bist du ja verdammt in der Nationalliga B zu bleiben. Das ist eine Realität, die euch bewusst ist, oder? Ja, ich meine, die Frage verfolgt mich immer ein bisschen, oder? Ich meine, die Frage hast du mir x-mal schon gestellt, ja, Nazi A, Nazi B, Erstliga. Im Endeffekt spielt es mir nicht einmal so eine Rolle, wo wir shooten, sondern wir müssen Qualität haben, wir müssen das machen, wo wir können, und das ist jetzt momentan Nazi B. Und ich meine, es wäre vermessen, wenn ich jetzt nur würde sagen, wir wären nicht da, weshalb. Nein, die Strukturen, wie wir sie in der Innerschweiz haben, die sind so perfekt, also an denen muss man nichts mehr groß ändern. Ja, und Fakt ist einfach das, ob ich jetzt in einem AWSL-Verein als technischer Leiter bin oder Nazi B, spielt keine Rolle. Also mir spielt das absolut keine Rolle, sondern ich muss einfach ein Projekt haben, wo ich sehe, dass wir gut aufgestellt sind, wo Perspektive hat. Und ich meine, der Breitenfußball ist extrem gut aufgestellt. Ich meine, wir haben einen riesen Vorstand, wir haben jeder Ressort ist besetzt mit topfähigen Leuten, noch nie so etwas erlebt. Und Sachen Sponsoring haben sie einen riesen Job, was sie machen. Also, wenn ich die Zahlen mal irgendwie durch die Blume gesehen habe, bin ich fast verschrocken, was da eigentlich im Hintergrund der Thomas und der Marcel und all die investiert haben. Ich meine, die sind tief rote Zahlen gesehen, sind die am Ruder, sind top Finanzen. Und von dem her gesehen, passt das für mich. Es ist ein Projekt, das ich eigentlich mehr entwickeln kann, aber auch der ganze Club kann mitgestalten kann. Und das hat mich extrem gereizt. Und von dem her gesehen, spielt es mir eigentlich keine Rolle, ob Nazi oder AWSL. Bin ich ganz ehrlich. Wir lernen Ich dich mal. weiß, ich weiß, du würdest mich in der AWSL sehen. Oh, muss nicht unbedingt sein, Hugo. Es hat drei, vier Gründe, warum vielleicht Nazi Weg mehr Sinn macht. Aber wir werden das sehen. Bevor wir über Label und alles reden, was du ja vorher angeschnitten hast, gehen wir doch noch aber in die sportliche Realität. FC Luzern Frauen, sechster Rang von 10, 11 Punkte. Der Abstand zu den zwei Aufsteigerplätzen mittlerweile 12 Punkte zum FC Rapperswil-Jona, ganze 17 Punkte zum FC Frauenteam Thun Berner Oberland. Klar, es ist nie euer Anspruch gewesen, aufzusteigen, aber das ist sportlich halt die Realität. Ihr bleibt irgendwo im Mittelfeld. Wie willst du das in der Zukunft entwickeln als technischer Leiter? Also jetzt in der ersten Phase haben wir jetzt einfach mal das Team müssen stabilisieren mit dem Staff, dass wir das einhalten. Und von dem her ist, wir haben ein Kickoff-Event gehabt, wo in meinen Augen hervorragend war. Das Team hat das extrem gut aufgenommen, das Staff hat das extrem gut vorbereitet. Man hat eigentlich dort gewisse Punkte besprochen, wo man will haben, wo man will durchziehen. Das Team wie das Staff hat von mir ganz klar den Auftrag bekommen, was ich will sehen vom Januar bis zum Sommer. Ich werde eine Entwicklung sehen im Team, im taktischen Bereich, im physischen Bereich. Da sind sie ganz ehrlich Katastrophen gewesen. Das habe ich im Team auch gesagt, das habe ich im Vorstand auch so gesagt. Da sind sie drei Vierteljahre nie gesehen. Also dort haben wir massive Defizite gehabt.
Eben, wie gesagt, das DAF hat einen Auftrag bekommen, was sie sehen will, was sie bis im Sommer sehen will. Und das ist die Grundlage für die nächste Saison. Mit dem ganz klaren Ziel Klassenerhalt. Also, wir müssen jetzt auch nicht diskutieren, ob wir jetzt wenn die 17 Punkte gut machen. Da sind wir Welten davor weg. Sondern das Ziel muss jetzt sein, die Mannschaft zu stabilisieren. 4 Punkte dahinter. Eben ja, und der erste Match gegen Polizei Helikon ist in meinen Augen sehr richtungsweisend. Der muss gewinnen. In meinen Augen, das weiss auch das Team, das weiss auch das Staff. Und dann schauen wir, wo es hingeht. Und im Endeffekt bin ich ganz ehrlich, ob wir jetzt Vierter, Fünfter sind, ist mir eigentlich wurscht. Ich will einfach eine Entwicklung sehen im Team. Und das ist der Auftrag. Und dann gehen wir in die Sommerpause und dann werden wir die neue Saison in Angriff nehmen mit ganz anderen Voraussetzungen. Und das ist jetzt einfach der Hauptaugenmerk, wo ich geführt habe. Und von dem her gesehen, glaube ich schon, dass wir jetzt in der ersten Trainingseinheit, auch wie im ersten Testspiel gegen Aarau, einen Weg gesehen haben, der in die richtige Richtung gegangen ist. Jetzt kommst du und sagst, ja, die haben 8-0 gegen Davosel verloren, gegen Luzern. Das ist in meinen Augen eine Leistung gewesen, okay. Die Spielerinnen sind dort auch nicht zufrieden gewesen. Aber Hoffentlich. ja, aber eben, wie auch das, ich meine, ja, dort auch, wir sind es darf sagen. Ich meine, im Endeffekt, ob das Testspiel Sinn gemacht hat, das ist dahingestellt, da, was er uns angefragt, das ist ein Nachbar. Und dann sagt man ja. Ich glaube, für die Mannschaft selber nochmal das Trainingseinheit anschauen, gut laufen, gute Organisation, phasenweise gut gesehen, phasenweise nicht. Und von dem her gesehen, jetzt bin ich gespannt, die Woche Türkei, wie sie dort zurückkommen. Auch dort haben sie ganz klar einen Auftrag von mir. Und dann werden wir sehen. Also ich bin Ja. überzeugt, dass die Mannschaft wird überzeugen. Die Rückrunde, sie hat Qualität. Klar, haben andere Teams die besseren Voraussetzungen im Kader. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, sind wir auf einem guten Weg. Ich rechne dort jetzt nicht in deine Parade ein. Ich sage auch nicht meine Meinung zum Testspiel. Wichtig ist für die Zuschauer zum Wissen, am Samstag haben wir getestet gegen Aarau 2-1 verloren, also 2-0. knapp 2-0. 2-0. Ja. Okay, ich habe gemeint, es wäre Nein, 2-1. 2-0. Knapper Match habe ich gehört. Und dann nachher am Donnerstag der Test gegen die Women's Super League Mannschaft von Luzern. Mit Waldo de la Casa System, dort haben wir in der ersten Halbzeit 6 Goal bekommen. Viel Zuordnung, die dort nicht gestimmt hat. Cavelti und Bienz und Müllemann und Klopp. Klotz und wie heisst da die, die von ihm bekommen ist, Messerli, wo euch ein bisschen für Kopfschmerzen bereitet hat. Luzern macht aber ab der 30. Minute kein Goal mehr. Und dann geht es bis nachdem Luzern vieles durchgewechselt hat. Also 60, 70. Minute bekommen wir noch 2 Goal. Klar, Resultat, Kosmetik, Lara hat dazwischen ein paar sehr, sehr grossartige Aktionen. Der Goalie von Luzern. Ich sehe das gleiche Problem wie noch in der Vorrunde, aber auf das müssen wir nicht eingehen. Ich habe immer das Gefühl, das stimmt taktisch, technisch vieles noch nicht ganz und wird auch nicht korrigiert beim Coaching. Aber ich werde dich jetzt da nicht auf einen heißen Stuhl setzen. Ich sage Nein, das nur, ich sage das nur aus so beruflichem Ethos. Das ist für mich. ich tue schnell intervenieren. Gebe ich dir ist sicher Problematik gesehen in der Vorrunde. Man hat gegen Aarau gesehen, dass eigentlich, wenn das Team das umsetzt, wo wir uns eigentlich vorgenommen haben, dann sieht es gut aus. Ich meine, gegen Aarau haben wir in der 93. Minute 2-0 bekommen, können dann auch 1-2 schießen. Also dort sind alle zufrieden gewesen. Ich meine, den Feind nicht vergessen. Ich meine, das ist Aarau haben wir noch 3 Trainingseinheiten gehabt. Luzern haben wir noch 5 Trainingseinheiten gehabt und am Mittwoch sind sie wirklich marschiert. Also Ja, von dem her gesehen, kann ich es nicht mehr wie in Schutz gesagt. nehmen. Was für mich einfach auch wichtig ist, ist das, wie gehen die Trainer mit der Situation um in der Halbzeit und das haben sie in meinen Augen Das ist hervorragend gut gelöst. gesehen. Die Reaktion Das nach haben der sie Halbzeit ist der Hammer gesehen. wirklich Das muss man sagen. ja Ihr seid super aus der Pause ja gekommen. und das Ihr zeigt. habt, ja. Und ich bin ja dort in Gardoben, also dort hat man super geschafft und das ist ja genau das, was ich will. Und das ist ja genau das, was ich dir auch gesagt habe mit dem Auftrag. Ich will das Team sehen, wo miteinander schafft und wo das annimmt, was der Staff sagt, was aber auch der Staff lernfähig ist, oder? Und ja, von dem her gesehen ist eben, wie gesagt, die 8 Goal, okay. Ja, wie gesagt, ich tue 8 Goal, tue ich nicht Ja, gross.
Es gibt andere Mannschaften, die haben Zähne gefressen gegen einen. Die 8 Kulturen ja. nicht gross schreiben. Ja. Es geht ja. mir mehr darum, dass ich die Leistung halt gesehen habe und habe gesehen, wo hat es noch Fehler, wo könnte man korrigieren. Ja. Aber ich bin halt immer so. Das ist mein Job, Nein. oder? Aber und das finde ich auch gut, weil ich weiss, wenn ich mit dir rede nach einem Match, dann habe ich die Vater gerade die Meinung und nicht die verblümelte und wird mir irgendwie einen Arsch kriechen auf Deutsch gesagt, sondern dann weiss ich, ich kann dir alle dann sagen, los, dein Feedback zum Match und dann habe ich die Vater gerade die Breitseite und dann gehe ich aber aus dem Gespräch aus und kann etwas mitnehmen. Ja. Und von dem her gesehen, ist mir lieber so ein Match und mit einer offenen, ehrlichen Kritik, als irgendwie 1-0 zu verlieren und dann sagen alle, es ist alles gut. Nein, wir wissen, dass wir Baustellen haben. Wir haben Zeit bis zum 12.02. um die abstellen. Sie sind im Trainingslager. Und das weiß die Mannschaft, wie das Staff auch, was der Auftrag ist. Und es ist ja nicht so, dass der Staff schlafen tut und keine Ahnung hat vom Fußball. Ich sage immer noch, der Mann ist einer der besten taktischen und analytischen Trainer, die ich je gesehen habe. Das kann ich sogar noch etwas lernen. Jetzt müssen wir das einfach in das Konzept reinkriegen, wo er sich arbeiten kann mit einem guten Assistent, der ihm eigentlich das Bondo ist, der eigentlich kann ihn unterstützen kann. Und das haben wir jetzt. Und von dem her gesehen, eben, wie gesagt, ich bin, es macht immer eine Freude, sie auf dem Trainingsplatz zu sehen. Und die Stimmung im Team ist gut. Also, es ist ja nicht so, dass alle Typen halt bloß. Also, ja, da von Leuten, die ja, die Hälfte der Mannschaft verpisst sich und sonst was. Nein. Also, es ist eine Einheit. Und ich gehe jetzt schwer davon aus, dass sie in der Türkei nochmal eine Einheit werden. Weil es ist eigentlich immer so gewesen, wenn der FC Luzern Frauen im Trainingslager waren, sind sie eigentlich extrem stark in die Rückrunde reingestartet. Und das wird extrem wichtig, weil wir haben Polizei Oerlikon. Da ist Vati als gestandene ACB-Mannschaft der Sieg. Und dann ein Match für Match. Es ist einfach so. Ja, ja. Und wirst du die Resultate viel live auf Abseits gesehen? Oder wie sieht das aus? Wir können noch 2-3 Matches übertragen in der nächsten Saison. Wir können gerne übertragen. Spass beiseite, du hast es aber angeschnitten und ich wollte darüber reden. Es war eine sehr, sehr dunkle Woche für die Nationalliga B. Ich sollte gar nicht darüber reden, wenn ich jetzt vorhabe, viel Nationalliga B zu zeigen. Ihr verliert 8-0 gegen Luzern. Schlieren verliert 6-3 gegen Luzern und 19. Thun bekommt 10-1 von IBU19. Sion bekommt von Servette von Grenz. Was heisst das? Ist das die zusätzliche Woche Vorbereitungszeit, die die Nazi B noch hat, die wir ihnen geben müssen? Oder sind das Momentaufnahmen? Wie kannst du das als Nazi B-Trainer einschätzen? Ja. Meine Mentalität war immer, gegen starke Teams zu testen, dass man einfach weiss, wo man steht. Ich meine, ich habe es gegen Genf selber gemacht, damals, wo du mich gefragt hast. Ja, klar, wir hätten am Samstag können gegen einen Erstligisten spielen oder gegen einen Zweitligisten. Da hättest du irgendwie 10 gemacht gegen einen Zweitligisten. Dann wäre alles gut gewesen. Ich glaube schon, dass es für gewisse Teams jetzt schon nichts los aufgezeigt hat, wo sie arbeiten müssen. Ich meine, gewisse Nazi-B-Mannschaften sind ja so clever gewesen und haben das erste Match geschoben für nach der Nazi-Pause. Weil der Spielplan ist ja wieder super. Das heisst, wir spielen das erste Match und haben, glaube ich, dann 3 Wochen Pause. Aber auch dort hat Mario nochmal gegen Aarau ein Testspiel abgemacht, nochmal gegen die Erstliga Frauen von Thun. Also da werden wir durchtesten. Aber Thun fängt ja erst irgendwie 2 Wochen später an. Ja, ich meine, ich würde jetzt nicht über mein Ex-Team reden, aber es ist natürlich schon heftig, wenn du gegen den U19 10 Goal bekommst. Also das ist dann schon... Ja, und ich meine, sie haben nicht mit der Mannschaft gespielt, die normalerweise nie spielt. Also von dem her gesehen, es ist schon... Und Schlieren, ja, die U19 von Luzern, die ist gut. Und Schlieren ist auch erst seit vielleicht seit einer Woche im Training. Schießen wenigstens 3 Goal, bekommst zwar 6, aber okay. Und Sio ist klar, ich meine... Du musst auch zuerst Testspielgegner finden, die auf Sio gehen. Und wenn du als Sio nicht mehr anfahren willst, dann fährst du auf Thun länger als eine Stunde. Und dann ist die Frage, ja, machst du halt gegen Genf, okay, dann kriegst du halt eins aufs Dach, aber musst nicht irgendwie 3 Stunden durch die Weltgeschichte fahren. Also auf dem her gesehen, ja, ist das. Ja, das ist für aber, mich aber halt die U19-Resultate. Ich meine, auch das Luzern Women's Super League finde ich gerade hart, aber die U19-Resultate, die sind halt also schon schmerzhaft. Die sind heftig. Weil ich habe die U19 gesehen, relativ viel, und die sind, also in dieser Saison jetzt nicht
Das Nonplusultra, klar, es geht meist, die gehen dir aus der Hand. Aber sowohl Schlieren als auch Thun Also, sollten, müssten, sollten, könnten das besser hinbekommen. Bin ich ziemlich sicher. das mit diesen 10 Goal finde ich heftig. 6, okay, ist auch heftig sein, aber eben, wie gesagt, es ist Vorbereitung. Ich wollte jetzt nicht Ja, genau, schlecht. es Ich ist Vorbereitung, aber das heißt noch nichts, meine, ja, aber. jetzt spielen sie ja am Wochenende, glaube ich, gegen Aarau, Thun, Genau, aber das sind halt schon Samstag. harte Ja, Zahlen, ja, ja. wo halt dann zeigt, oh, okay, was ist da los? U19, wo du Ja, halt einfach ja, wieder verwirrt bist. ja. Wo ist die Schlange, die Spaltung da, wie groß ist die Schere zwischen Women's Super League, Nazi B und Ja. U19? Und das ist halt auf Dauer, auch für den Schweizer Frauenfußball nicht gut, wenn die Schere sehr groß ist. Also, gell, mit hast du dann auch noch gegen Luzern U19 und dann kann das sagen, wie gross das die Schere ist. Ja, ich habe Luzern U19 ja erst gerade gesehen gegen Zürich U19 und das Ja, ist ja. mehr oder weniger ausgeglichener Match, auch wenn Ja, nachher 6-2 steht. Also ja. wegen dem bin ich überrascht, dass Schlieren dann gegen Ja. Luzern U19 6-3 verliert. Ja, Aber ja. eben, auch euer Ja, Test das sind kann ich vielleicht Testspiele noch und schauen. ja. Wann ist das? Am Samstag, gell? Nein, nein, keine Ahnung. Ich glaube, ich kann das Programm schicken. Alles gut, dann komme ich vielleicht noch Gut. schauen. Ich Okay. bin sicher am Samstag bei gegen Luzern, wenn es geht. Ja. Und schauen wir dort die Women's Super League Mannschaften an. Okay. So, Liga gibt es noch keine, Hugo, also reden wir jetzt noch schnell über das Labeling, Auflage. Leute haben das überall schon ein bisschen gehört, sagen, ich habe darüber berichtet, aber mir ist aufgefallen, es ist gar nicht genug konkret, um darüber zu berichten. Dass die Leute das einfach wissen, der Verband erwartet, dass die Mannschaften sich verpflichten, in einer Art Vertrag. Dafür gibt es nachher ein Label. Für gewisse Voraussetzungen, die wichtigsten in den nächsten 3 Jahren umzusetzen wären: ein Vollzeit-Sportchef, ein Vollzeit-CEO, Medienchef für 30%, dann aus irgendeinem Grund Trainings nicht später als 6 Jahre anfangen. Wichtig. Und ja, so sage ich. Tazalumen, die ich gut finde, was geregelt ist. Und halt dann auch noch viele kleine Sachen. Und eben ein Minimum an 5 Profispielerinnen, nachher 10 Profispielerinnen. Alles für die AWSL oder vielleicht auch für die Nazi B. Man weiß es nicht so genau. Es sind viele kleine Regeln, die Sinn würden machen, aber wo der Verein bis jetzt nicht dann kann ratifizieren, weil A, zu wenig genau, oder? Und B, und das ist das Wichtigste, wer soll das zahlen, oder Hugo? Wer soll das zahlen? Ja, wir haben eine Taskforce-Sitzung gehabt, also wir haben eine Labelsitzung am Montag. Da war Marcel dabei gewesen. Und eigentlich ist jetzt machen wir das erste Mal keine Freunde in dieser Sendung. Eigentlich ist es tragisch, dass an einer Labelsitzung am Montag Videocall alle AWSL-Teams anwesend sind und von den ACB sind zwei Vereine, drei Vereine anwesend sind. Ich weiß es nicht, wie Und viel. Schaut ja, nicht gut. Es müssen nein, eigentlich nein. 20 Vereine anwesend sein. Richtig. Und jetzt habe ich lange auch überlegt, ja, interessiert sie an den ACB-Verein nicht oder sind sie so gut aufgestellt, dass es eigentlich scheißegal ist, was Gut, der man Verband muss entscheidet? zur Schutz von dem Verein sagen, soweit ich weiß, werden die Sitzungen relativ kurzfristig Nein, angesagt nein, nein, und nein. Es ist viele ein Doodle, Teams haben. nein, nein, es ist ein Doodle-Umfrage gewesen, was sich jeder kann ich nicht sagen. Es spielt eigentlich auch keine Rolle. Okay. Ich bin der Meinung, dass das ein Thema ist, richtungsweisend für die Nazi B. Ich bin auch froh, dass gewisse Sachen diskutiert worden sind, wo mir jetzt nochmal wahrscheinlich über Bücher geht. Es ist ja so, dass eigentlich bei den Label-Auflagen und Fragen eigentlich bei gewissen Bereichen differenziert worden ist, Nazi B, AWSL, und bei gewissen nicht. Wir wissen bis heute nicht, wie sieht das Pflichtenheft aus von einem technischen Leiter, wie sieht das Pflichtenheft aus von einem Sportchef, was ist genau der Aufgabenbereich, das kann noch niemand sagen. Dann ist es so, dass eigentlich die Labelgelder bleiben genau gleich, wie sie Stand heute sind. Das heisst, für den AWSL-Verein ändert sich nichts. Sie kriegen das Geld, sie haben einfach mehr Ausgaben.
Nazi B wird kein Rappen bekommen, außer Reisekosten, die jetzt Stand heute jetzt schon gibt. Vielleicht werden die heute. Also das heisst, wenn Nazi B die Labelauflagen muss erfüllen, müssen sie noch mehr investieren und sehen eigentlich nichts. Das ist eigentlich der Stand, so viel wie ich weiß. Die Problematik an der ist, dass man muss aufpassen mit den Labelauflagen mit den Teams. Das heisst, für die Nazi B heisst das, du musst weitere zusätzliche Teams melden. Und da ist für mich eigentlich ein Diskussionspunkt, ja, meldet der Nazi B-Verein einfach ein Team, wo eigentlich von dem Team eigentlich keine einzige Perspektive hat, im Spitzenfußball mal jemals zu shooten. Macht man einfach ein Team, das man eins gemacht hat, dass man die Labelauflage erfüllt? Oder da der Verband man weg? Oder? Und ich habe jetzt von Glück reden, dass man eigentlich Stand heute erfüllen mit alle Labelauflagen. Das ist einfach mal so. Der FC Luzern breiter Fußball. Ja, Stand mit heute. Ein bisschen Hilfe, ja. Ja, nein, wir haben ja eigentlich alles, was wir brauchen. Punkt, fertig. Aber im Endeffekt geht es auch darum, wenn es geht so weit, du musst eine Kraft haben, du musst Trainingszeit einhalten. Wie gehen zu weit die Regeln? Also zu weit auch im infrastrukturellen Sinn, Hugo. Nein, verstehe es, dass man so Frauenfußball, Entschuldigung, jetzt schnell für die Zuschauer, es soll ein Kraftraum ab 2025 gestellt sein, der gerade neben der Trainings-Spielstätten ist. Und das kann im Moment in der Schweiz ein Verein. Und das ist der FC Basel. Der hat neben im Campus ein Kraftraum. Der FC Luzern hat zwar ein Kraftraum in der Swissport Arena, aber der ist soweit ich weiss, nur dem Leichtathletikverein zugestanden. Also, weißt, das sind so Auflagen, wo du wirklich musst sagen, hey, die Realität vom Frauenfußball noch mal beachten, oder? Wo, ich weiß gar nicht, hat Thun damals einen Kraftraum gehabt in der Garderobe? Hat Luzern einen Kraftraum im Stadion? Nein. Aber, weißt du, das sind also aber irgendwo, wow. Also eben, aber es ist okay, man muss ja gewisses Zeugs drin tun, wo man kann streichen bei Verhandlungen. Weißt du, das finde ich okay, so Auflagen. Ich finde auch okay, die Auflagen, dass man sagt, man braucht einen CEO über 50 und nachher über 100%. Mühe habe ich erst ab dem Punkt, man müsste mindestens 10 nicht professionelle Verträge haben und so weiter. Eben, die Labelbestimmungen bin ich einfach der Meinung, ja, man muss jetzt da einen Konsens finden. Und wie du richtig sagst, gewisse Sachen können, glaube ich, 90% der Vereine nicht erfüllen. Ob das jetzt wichtig ist, für das man AWSL oder NACB kann shooten, ist dahingestellt. Ja, jetzt liegt es an den Vereinen, vielleicht entgegenzuwirken und schauen, was man rausholen kann, weil... Ich bin ganz ehrlich, wenn das der Verband durchzieht, dann bin ich gespannt, wie die Nazi B aussieht. Und dann bin ich gespannt, wie die AWSL nächstes Jahr aussieht oder eben nächstes Jahr. Weil das sind schon natürlich geldfressende Massnahmen, die da, wenn sie kommen, auf den Verein zukommen. Und das ist schon brutal. Und das ist eben der Punkt, wo ich immer wieder interveniere und sage, wer soll das zahlen? Weil das ist nicht böse gemeint, aber ich weiss, dass der Frauenfußball praktisch keine Einnahmen generiert. Und jetzt, du hast von Labelgeldern gesprochen. Ich, soweit mir ist, bekommt AWSL-Verein irgendetwas in einer Grössenordnung von 12.000 bis 15.000 Franken. Vom Verband oder von der AXA oder von wem auch zugeschickt. Vom SRF kommt kein Geld, das weiss ich. Das SRF zahlt keine Fernsehgebühren. Die Nationalliga B bekommt nicht einmal das, oder? Dort bekommt man Reisespesen und ich weiss, sonst irgendwelche Zustöpfe, kleine. Jetzt aber, egal, selbst wenn einer das für fast gratis macht, so eine CEO, so ein Sportchefjob, so ein Medienchefjob, das ist Geld, das ich muss auftürmen. Auch die zusätzlichen Teams kosten Geld, du musst Plätze mieten, du musst können einen Trainer stellen. All das, woher soll das Geld kommen im Frauenfußball? Und es ist auch naiv vom Verband zu sagen, ja, kümmere dich mal ums Sponsoring. Weil viele Vereine machen schon das Beste aus ihrer Geschichte mit dem Sponsoring, oder? Also, ich sehe einfach die Dynamo-Quelle nicht. Sollen die jetzt alle ja von 50 Stutz verlangen für das Billett? Nein, eigentlich ist es ja ganz einfach. Prinzipiell kann ich als Sportchef tätig sein, habe 50% Arbeitsvertrag, verdiene 0 Franken. Ja, ist einfach ein Eich, aber ja, das geht. Und jetzt müssen wir auch wieder aufpassen, oder? Ich meine, wir wollen Qualität reinkriegen. Und Qualität heisst für mich,
wenn man zusätzliche Teams buchen, müssen die eigentlich nutzen für die Zukunft, für die Verein. Und nicht einfach ein Team melden, wo du weißt, dass 20 Mädchen hast und kein einziger von denen wird dir in den nächsten 3-4 Jahren in irgendwelcher Mannschaft, Aktivmannschaft, shooten. Also das heisst, du musst eigentlich schauen, dass du unter Viertel ist und hast null Ertrag oben, oder? Und jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, welche Regionen kriegen die Qualität von Mädchen an, die nicht im Futeco-Bereich sind, die sagen, ja, die Qualität haben, wo du eigentlich längerfristig weißt, die kannst du irgendwann mal in deine erste Mannschaft einbauen. Da, keine Chance, oder? Weil im Endeffekt wird es nicht darauf rauslaufen, dass die 10 ACB-Vereine einfach Mannschaften werden melden, die sie eigentlich gemeldet haben. Und das ist nicht, in meinen Augen nicht der Sinn und Zweck, dass wir den Frauenfußball weiterbringen. Und ja, ich meine, jetzt, das ist, glaube ich, mein 9. Jahr, bei 10, wo ich jetzt im Frauenfußball tätig bin. Und ich habe das Gefühl, wir drehen uns immer im Kreis. Und klar haben wir in gewissen Sachen Fortschritt gemacht. Aber wenn ich anschaue, was Italien Fortschritt gemacht hat, was jetzt Kroatien auf die Beine stellt, allgemein und auch Österreich und all die. Portugal, Spanien. Ich meine, wir sind hier mit einem Dösch unterwegs auf der Autobahn und alle anderen sitzen immer Lamborghini und gehen sowas von Gas und du siehst irgendeinen definitiv durch den Spiegel. Und ich glaube, einfach das, was wir verloren haben in den letzten 2-3 Jahren, das holst du einfach in den nächsten 8-9 Jahren definitiv nicht auf. Und das ist das, was mich ein bisschen nervt, oder? Und ich glaube einfach, dass wir über andere Probleme müssen reden, Frauenfußball, also über Labelbestimmungen mit 50% Sportchef, mit 50% technischer Leiter, mit Medienchef, mit Physio, mit weiss nicht was. Das ist meine Meinung. Aber ich verstehe natürlich auch den Verband, dass sie in der Professionalisierung auf die Punkte blocken. Aber in meinen Augen ist das der falsche Weg, um den Frauenfußball in der Schweiz zu pushen. Genau, ich bin der Erste, der auf so Sachen wird pochen, dass ich klare Ansprechstationen habe, dass ich gute Strukturen habe, weißt? Dass zum Beispiel Eventcharakter von meinem Match, jammer ich ja schon seit Jahren für unsere Zuschauer, die vielleicht nicht ganz regelmäßig sind. Ich bin nicht kaffeesüchtig. Ich trinke zwar gerne Kaffee, aber das ist nur ein Bild, das ich mich bediene, wenn ich sage, ich will, dass man mir das Kaffee ausgibt. Zum zu sagen, es geht gar nicht. Du hast gar keinen Beiz oder gar niemanden, wo zu dir wird schauen. Um das geht es mir. Wegen dem, der Eventcharakter von dem Match und allem, das ist mir noch am Herzen. Ja, das ist ja. Aber, man muss irgendwo aber, die Realität wahrnehmen. Oder? Und ja, wie soll Geld kommen? Zum Beispiel, wie soll der FC Luzern Frauen, Nazi B jetzt, auch der andere FC Luzern Frauen, das gleiche Problem, bei der spielt über Hubelmatt und das Beißchen gehört nicht hin. Aber wie sollen ihr Geld rein? Ganz ehrlich, es ist eine Frechheit. Also, look, es ist eine Frechheit, dass ich überhaupt komme und filme dort an dem Platz 35. Ich liebe den Platz 35, aber ganz ehrlich, Hugo. Dort sollte kein Elite-Fußballmatch stattfinden. Dort kommen wir dort hin. Und du willst tatsächlich noch 10 Stutz von jemandem, der dort im Stehen, manchmal mit einem Berg Schnee, muss den Match schauen, so zwischen der Trainerbank und dem Gerüst. Nein, Hugo, das kann man nicht machen. Und wo sollt ihr nachher euch das Essen verkaufen und eure Anlagen? Auf meine Büwette. Ja, die Büwette, die ist 98% von der Zeit zu. Okay, ja, kann man sagen, unter dem Hugo nicht mehr. Unter dem Hugo ist sie immer besetzt. Okay, selbst der Weg dort hinter macht nicht jeder Zuschauer. Und ja, das ist, weißt, nein, das ist mir schon bewusst, aber Hugo, ich sage nur, das ist die Realität und erfüllt der Platz die Lumen-Vorgabe, die wir müssen haben. Das erfüllt auch nicht der Hasli nicht. Weißt, ich sage nur, wir müssen die Realität anschauen und die anpacken. Und ich sehe beide Seiten. Aber ich sehe einfach den Verband auch in der Pflicht, Geld zu sprechen und jetzt halt einfach Überweisungen zu machen. Oder die Labelauflagen werden an dieser Situation nicht ändern, weil wenn der FC Luzern Spitzenfußball gegen Genf Servet im Hubelmatt spielt und dann ist eine Leichtathletik irgendetwas und sie müssen auf Platz 35 spielen und es interessiert niemand, ob jetzt das ein AWSL-Match ist oder nicht. Dann ist das Problem. Dort liegt die Problematik. Und ich meine, ich verstand. Ich stelle jetzt noch keine Ansprüche in der Stadt Luzern. Ich meine, wir froh sind, dass wir in der Almenta können trainieren, die gute Voraussetzungen haben eigentlich alles. Und von dem her gesehen, stimmt das momentan für mich so, wie es ist. Aber natürlich schon mit den Sachen, die du gesagt hast, das sind sicher Punkte,
wo man längerfristig muss diskutieren muss. Aber die Situation ist jetzt so, man muss die annehmen, man muss das Beste daraus machen. Aber gerade jetzt für David Vassell ist es natürlich nicht immer einfach, weil du wirst eigentlich hin und her geschoben und weißt nicht und so und jenes. Und von dem her gesehen, ist das eigentlich der Kernpunkt, wo ich einfach sage, du musst den Frauenfußball positionieren, dass er Stellenwert hat, in der Stadt, in überall, und das ist nicht um eine, sage jetzt mal, Region, also das ist in allen Regionen so, ich meine, das ist jetzt einfach mal so, und wegen dem sage ich schon, dass, wenn man das nicht ändert, dann kann man es auch nicht ändern. Und eben, wie gesagt, ich meine, ja. Ich sage, wir müssen einfach Schecks schreiben. Wir müssen Geldüberweisungen machen. Der Verband muss ein gewisses Startgeld an die Teams überweisen. Aber nochmal, anders können wir das nicht regeln, Hugo. Nochmal, schau, ich nenne das beste Beispiel Genf. Ja. Genf hat das sowas von clever gemacht. Die haben alles für die Champions League gesetzt. Die haben in die Gruppenphase wollen. Dann ist doch scheißegal gewesen, ob sie die ersten 8 Meisterschaftsrunden gewinnen oder weiss nicht was. Genau. Das ist scheißegal gewesen. Die haben eine halbe Kiste abgeholt. Plus, minus, du musst mich korrigieren bei diesen Zahlen, ich weiß nicht, wie viel aus dem Bank gegangen ist. Die haben eine halbe Kiste abgeholt, haben Zuschauerrekord in der Schweiz, im Stade Genève, haben Top-Gegner gehabt. Was willst du noch mehr? Und jetzt sind wir wieder bei dem Punkt. Jetzt, wenn Genf sehr wird, nächstes Jahr sich wieder für die Champions League qualifiziert und wir wieder die Playoffs-Runden haben, wie es jetzt läuft, oder? Dann werden sie wieder in die Gruppenphase kommen. Und dann werden sie wieder eine halbe Kiste haben. Und irgendwann ist, wenn Genf Servet viermal hintereinander sind, dann wird es genau gleich passieren wie beim FC Basel, damals bei den Herren oder wie es jetzt eBay ist. Die Schere geht alles weiter auf. Ja. Und dann mit den anderen Clubs nachziehen, und das kann momentan niemand. Und wegen dem finde ich es auch extrem spannend, auch die Transfer, die jetzt Genf Servet wieder gemacht hat. Also, ich meine, die von Real Madrid, top. Ja. Und das sagt ich. Und was? Auch die anderen 12 Transfers finde ich super, aber zu dem später, Und wegen dem sage ich ja, ich meine, Genf Servet hat jetzt eigentlich mit seinem Auftritt, wo ja top ist, auch die Transfermeldungen, also doch sagenhaft, und auch wie sich der Verein Herren, ich meine, ich bin jetzt Genf unten gesehen, mit dem FC Luzern, mit den Herren, und hat dort mit jemandem geredet, also dort ist volle Unterstützung von der Herrenabteilung, bei den Frauen. Ich meine, das Mannschaftsviertel ist am gleichen Ort gemacht worden wie die Herren. Das ist nicht eine Diskussion, Herren 1, Women zu League. Und die haben natürlich schon einen ganz anderen Background wie alle anderen Mannschaften. Weil, und das merkst du einfach. Sie sind einfach in der Breite viel besser aufgestellt. Sie haben eine geile Plattform, Social Media ist top. Sie machen einfach einen riesen Job. Punkt. Ja. Und das ist das, das muss der Weg sein. Aber nochmal, wir müssen gewisse Punkte, wir müssen nicht diskutieren, 50% Geschäftsführer, 50% Zahl und das, wenn wir es haben, nicht schon geregelt haben. Und das ist noch lange, sehr langer Weg. Punkt. Das ist so, lange Weg. Ich habe mir aufgehört, über solche Sachen Kopf zu brechen. Ich muss das machen, was ich beeinflussen kann und das muss ich zu 100% machen und ich muss mir gut und gewissen in den Spiegel schauen und sagen, ich habe mein Bestes gegeben, Punkt, fertig. Für meinen Verein. Ja. Ich sage nach wie vor, es gibt Geldmärkte, die man erschliessen kann, wenn man clever ist. Gerade gewisse YouTube-Plattformen, die man eigentlich brauchen als Verein. Wenn man das nicht will, ist man selber schuld. Okay. Werden wir dann sehen. Hugo, du hast aber schon darüber geredet, Genf, Servet, denen ist egal, die ersten 8 Runden. Viele Leute, die ich jetzt gehört habe in den letzten Wochen, finden Servet schwach. Ich lache ein bisschen, weil Servet hat 23, 24 Pflichtspiele gemacht, während die anderen 12 gemacht haben. Das heisst, in der gleichen Zeit hat Servet mit einem Kader von etwa 16 Frauen, mehr oder weniger, anhand von Abgängen und von Verletzungen, haben die eine ganze Saison gespielt, was viele Schweizer Vereine ja nicht so viel Match spielen, gerade im neuesten Modus. Bist du auch der Meinung, dass wir noch nie 16 Servet gesehen haben und dass der läppische Punkt, wo sie, glaube ich, hinten drin sind, schauen wir schnell, ja, der Endpunkt, dass sie den wieder gut machen. Auftrag gegen Zürich. Ja, eigentlich ist es ja erschreckend. Ich meine, die Leute reden, Servet ist nicht so gut, sie haben weniger Qualität, das mag alles sein. Und gleich sind sie Zweite in der Zürich. Und ich meine, im Endeffekt,
ganz ehrlich. Und mit dieser Belastung, Hugo, das ist eine reelle Belastung. Ja, aber ganz ehrlich, wenn ich Champions League spiele, gerade gegen so Gegner, in so geile Stadien mit Zuschauern, und ich weiss, daheim eine volle Hütte, also nicht ganz voll, und Zuschauer gehabt, das beflügelt natürlich schon. Aber es ist ja klar, sie haben ein, zwei Punkte vielleicht drin gehabt, wo sicher auf das raus ist. Aber ich bin nochmal der Meinung, in meinem Genf Servette ist doch scheißegal, ob ich Erster bin nach der Vorrunde und Rückrunde oder ob ich Vierter oder Fünfter bin. Ich muss einfach in die Playoffs kommen. Und ich bin ganz ehrlich, ich meine, mir würde es wundern, was würde passieren, wenn Genf Servette sitzen ist und letzte und irgendwie zwei Runden vor Schluss auf dem achten Platz ist und Zürich ist Erster, ob dann Zürich nicht extra noch zwei Matches verliert, dass sie auch nicht Erster sind, dass sie nicht gegeneinander spielen. Ja, das kann ja auch passieren. Ja, ja. Fakt ist einfach, dass ich meine, nochmal, Genf Servette hat das grosse Ziel gehabt, Champions League Gruppenphase. Das haben sie geschafft mit geilen Gruppengegnern. Zwar kein Punkt geholt, zwar, glaube ich, kein Goal geschossen, scheißegal. Sie haben sich gut verkauft für den Schweizer Club. Und dann, jetzt bist du auf Platz 2, statisch gegen Zürich. Ich meine, wenn du den Match gewünscht, bist du Erster. Mhm. Aber nochmal. Du nimmst dir niemand mehr weg. Nein, aber Servette Genf muss doch einfach beim Tag X, und das heisst, wenn die Playoffs anfangen, müssen sie auf 100% sein. Jetzt haben sie im Winter wieder zwei, drei coole Transfer gemacht, die ihnen das Ziel Schweizer Meistertitel gemacht. Und ihre Planung geht 100%ig in die Playoffs rein, wo sie einfach wissen, dann müssen wir einfach jeden Match gewinnen und dann sind wir die Schweizer Meister und dann gehen wir nochmal in die Quali-Runde Champions League oder je nachdem sogar direkt qualifiziert. Ja, genau. Wenn Servette wirklich Schweizer Meister wird im Sommer, Playoffs gewinnt, ist die Chance sehr gross. Je nachdem, wer sich alles auch in den heimischen Wettbewerb qualifiziert, ist die Chance sehr gross, dass Servette sogar direkt könnte in die U16. Wichtig wäre gewesen, dass in die 16 letzten wichtig wäre gewesen, wenn sie mindestens einen Sieg geholt hätten in der Gruppenphase, haben sie nicht gemacht. Ja. Aber die Chance ist gross und vor allem ist auch die Chance gross, dass sie relativ einfache Gegner hätten in den Ausscheidungen. Nochmal, mit den Playoffs, die jetzt neu ist, ist es natürlich optimal für Genf Servette. Sie haben sich können für die Gruppenphase qualifizieren, haben genau gewisse Minuten der ersten 18 für die Playoffs. Und das ist mit dieser Mannschaft, egal ob 16 oder 15 locker das möglich. Und von dem her gesehen, ist ganz klar, sie haben alles richtig gemacht, Stand heute. Und ich, klar, sind sie nicht so dominant wie letztes Jahr. Das muss aber gewollt. Aber ich würde dann Genf Servette 4-5 Runden nehmen vor Schluss, wenn es dann in Playoffs geht, wie sie dort auftreten, mit den neuen Transfer und von dem her gesehen. Ich sage einfach, es ist traurig für den Schweizer Frauenfußball und ihr wisst alle, wenn ich zu dem Playoff-Modus stehe, aber einfach, weil, wie gesagt, Servette hat 10 Pflichtspiele extra müssen so bestreiten. Und jetzt stell dir vor, in einer Saison, wo es nicht Playoffs gibt. Mhm. In einer Saison, wo jeder Match zählt, dann kann Servette nicht so entspannt kommen und sagen, okay, ich lasse gegen IB und gegen Lugano und so das B-Team laufen und wenn es nicht läuft wie gegen IB, tue ich dann halt noch schnell 5 Routiniers einwechseln und dann geht es noch das Goal. Mhm. Kann Servette das nicht? Dann müssen sie viel mehr taktieren. Wie machen wir das zwischen Champions League und zwischen Meisterschaften? Das wäre doch so spannend gewesen, Hugo. Ja. So eine Saison. Und jetzt haben wir Servette, die gesagt hat, okay, wir tun jetzt einfach einen Gang abschalten, weil Playoffs kommen wir sowieso. Und jetzt kann Servette sogar noch, ist sogar besser gelaufen, als gedacht haben. Und jetzt können sie sogar sagen, weißt du was, ich kann jetzt einfach vielleicht sogar noch erst werden. Das heisst, da habe ich schon den Champions League Platz auf sicher mindestens einen und kann dann noch einen drauflegen, dass ich noch Meister werde. Mhm. Und das ist halt einfach die Realität. Schau, es tut mir leid, es ist ein langweiliger Take, aber ich habe das Gefühl, in einem 2-Match-Playoff, wenn es nur ein Match gewesen wäre, wäre es anders gewesen. Aber in 2 Match kann niemand selber besiegen. Und das ist ohne, dass ich Malena Ortiz und Schicke Cardoso noch im Team gesehen habe, wo ich das Gefühl habe, die werden auch noch Qualität dazu fügen zu Servette, wo eh schon hoch ist. Servette hat das Problem mit der Abwehr. Ich bin sehr überrascht, dass sie sich dort nicht verstärkt haben. Man kann sagen, okay, vielleicht kannst du Michelle Schneider als Abwehrspielerin laufen. Ich würde sie empfehlen. Linke Außenverteidigerin wäre Michelle sicher eine stärkere Option als die sie im Moment haben. Aber hey, wenn Servette sagt, für die Schweizer Liga reicht das, was wir haben, dann ist es auch gut. Ist gut für sie.
Gehen wir doch schnell durch, was wir wissen bei der WSL, damit du ein bisschen deinen Senf dazu kannst geben. Der FC Zürich Frauen, 22 Punkte, Tabellenspitze, keine Verstärkungen bislang, sind gerade im Trainingslager in der Türkei. Wir wissen, Fabian Humm wird wahrscheinlich gleich noch fehlen, die ersten paar Matches. Sagen, das ist ein grosser Verlust. Leslie Ramseyer soll dafür wieder fit sein. Wie schätzt du Zürich für die Rückrunde ein? Wenn du das hörst, testet wird nur gegen Buben beim FC Zürich. Außer die Alltagmacher in der Nazi-Pause. Ja, ich glaube, ich meine, ein gutes Kader, sie kennen sich, wir integrieren vielleicht noch jemanden von der U21 auf in einen weiteren Kader. Es funktioniert ja gut. Und ja, ich glaube, Zürich ist auch nicht mehr so, dass sie jede nehmen, sondern den Punkt will verstärken. Und vielleicht haben sie einfach gesagt, look, wir sind auf diesen Positionen sehr, sehr gut besetzt. Es ist nicht auf dem Markt, der für uns interessant ist, wo wir da glauben, dass sie für uns eine Verstärkung ist. Und dann ist das legitim. Ich glaube schon, dass der Schweizer Meistertitel zwischen Genf und Zürich ausgemacht wird in den Playoffs. Kommt jetzt auch natürlich darauf an, was Basel noch macht, weil Basel hat jetzt auch noch ein, zwei interessante Verstärkungen geholt. Und von dem her gesehen, ja, bin ich gespannt. Aber eben, wie gesagt, ich meine, Playoffs werden zeigen, welcher Weg es richtig ist. Aber ich glaube schon, dass Zürich mit dem Kader sich nicht verstecken muss. Und Fabian Humm, ja, ich brauche dann länger, bis sie wieder fit ist. Aber dafür kommt sie zu 100% ganz gesund retten. Und dann könnte schon auf Playoffs nochmal eine Waffe sein, definitiv. Ganz klar, Fabian Humm, sehr, sehr wichtig in diesem Team. Ja. Servet haben wir schon darüber geredet, gleich noch schnell sagen, 21 Punkte, der zweite Platz. Servet hat sich mit 3 Spielerinnen verstärkt. Malena Ortiz kommt von Real Madrid, ist letztes Jahr verletzt gewesen. Erste Altlast noch von Tacon, wo damals Real Madrid die Lizenz aufgekauft hat. Real Madrid hat dann sich irgendwann gesagt, sie wollen möglichst viel von diesen Tacon-Spielerinnen wieder loswerden, damit sie so ein echtes Real Madrid können bauen. Aber Ortiz hat viel Spielzeit vor ihrer Verletzung, wahrscheinlich für die Qualität, die dazukommt. Chica Cardoso, eine portugiesische Stürmerin, zuletzt bei Herren-WM gespielt in Holland, ein paar Goal geschossen. Ich bin sehr gespannt. Ich hätte nicht gemeint, dass Servet nochmal eine Stürmerin braucht. Jetzt werde ich sehen, wie sie sich dort eingliedert. Cardoso ist jetzt nicht die Art von Stürmerin, die 50 Goal in einer Saison schießt, wegen dem ihre Mitspielstürmerin, und ich glaube, der hat Servet eigentlich schon zu viel. Servet braucht ihre Knipserin. Mal schauen, wie sich Cardoso dann dort wird anstellen. Und dann Michel Schneider, wo viele Leute am kritisieren sind. Ich werde das in einem anderen Video nochmal sagen. Ich finde, Michel Schneider macht das einzig Richtige. Chapeau, Hut ab für den Mut, sich zu trauen, nach Genf zu gehen. Ich glaube, das ist der richtige Moment. In Luzern hat sie wahrscheinlich nicht mehr zu viel gelernt, sich nicht mehr gross weiterentwickeln. Mit 22 ist das perfekte Moment, zum mal Zelt abbrechen und etwas Neues probieren. Michel Schneider sehe ich mit Potenzial. Mal schauen, wie viel sie spielt und wie gut sie sich eingliedern kann. So, gehen wir zum GC. GC hat 19 Punkte. GC hat sich auch verstärkt mit einer Innenverteidigerin aus Ungarn. Kata Buschas, die ist 19. Sie haben aus der U21 vom FC Zürich Lara Meroni geholt. Mehr Transfers kommen angeblich noch, sind aber noch nicht kommuniziert. Wir wissen, dass Christina Markovic im Moment sich bei ihnen fit hält. Ich glaube, die Lizenz ist auch vorübergehend bei GC geparkt, was komisch ist, weil jemand, der bei Luzern nicht mehr lange geht, sollte ja dann nicht bei GC Platz finden. Aber ich glaube, die Stimmen sind dort gespalten bei GC, ob man Markovic behalten will oder nicht. Wie beobachtest du das Ganze aus der Ferne mit GC? Ja, ich glaube, wir haben sie immer kritisiert, dass sie nie gut aus dem Sommer kommen. Jetzt kommen sie gut, sind sie eine Riesen-Rückrunde gespielt, also Vorrunde gespielt, mit dem 8-0, glaube ich, gegen IBE oder 7. Ja, 8-0 war ein schöner Abschluss für die Vierrunde. Ein schöner Abschluss, gibt nochmal Drive. Ich glaube, von der Breite, von der Qualität brauchen sie schon noch ein, zwei Transfer, aber auch dort glaube ich schon, dass jetzt nicht mehr alles nimmt, was auf dem Markt ist, sondern einfach auch schaut, was hat Potenzial, was kann man entwickeln, was ist die Zukunft.
Ja, und jetzt bin ich gespannt, wie sie in der Rückrunde starten. Normalerweise geht es immer die Mannschaft in der Rückrunde, die nochmal alles rausgehauen hat. Und wenn sie natürlich die Rückrunde gut starten, in einen guten Flow kommen, dann, ja, dann können sie Platz 3 holen. Und dann bin ich gespannt auf die Playoffs, weil du sagst richtig, es sind zwei Matches, alles oder nichts. Und dann ist eigentlich jeder Match ein Gut-Match. Und mal schauen, wie sie dort für eine Mentalität an den Tag legen. Genau, ich bin sehr Und gespannt. Markovic, ja, ich habe gemeint, sie wird zu Rappi gehen. Dort hat man mir eigentlich gesagt, dort ist sie ein Thema. Aber Sie ist scheinbar. überall schon das Thema gewesen, Rappi, Jörliken, aber scheinbar, also letzten Samstag hat sie wieder für GC gespielt. Okay. Ja, wir haben die Personalie auch mal kurz schnell diskutiert, aber relativ schnell verworfen. Ich meine, in den Junioren ist Christina die talentierter von beiden Markovic-Schwestern. Ja. Die jüngste Markovic-Schwester kenne ich noch nie, aber die soll angeblich auch sehr gut sein. Aber die muss man zu der Erwachsenen raufkommen. Aber Anna ist die, die jetzt im Moment Schlagzeilen schreibt, mit und ohne Fußball. Das also geht sie. St. Gallen Start, 17 Punkte. Punkte gleich mit Basel, viel besseres Goalverhältnis. Die haben sich bis jetzt nicht verschärft. Ich habe gehört, eine neue Spielerin gibt es. Aber dort hat man noch niemanden bestätigen, wer. Was natürlich für Marisa Wunderlin wichtig wäre, wären dann all die Verletzten aus der Vorrunde jetzt stark könnten wieder kommen. Gerade ein Geraldine Essen, Victoria Bischoff, ein Ardita Iseni, wo jetzt wieder mittrainiert und mitspielt. Das könnten Verstärkungen sein. Wie siehst du das, Hugo? Hätte St. Gallen gleich sollen shoppen? Ja, hat vielleicht hat sich auch dort nicht ergeben. Ich glaube, für St. Gallen ist jetzt wichtig, die Forderung zu bestätigen. Sie haben schon gewisse Matches halt drin gehabt, wo ich gefunden habe, ja, hat gerade so gut auf die andere Seite könnte gehen, im richtigen Moment Goal geschossen. Gewisse Entscheidungen, die gekommen sind, die auch gegen sie hätten können fallen, aber nichtsdestotrotz macht St. Gallen einen guten Job. Ja, ob sie jetzt Verstärkungen brauchen, ich meine, wie gesagt, wenn die vielen Verletzten retour kommen, hast du natürlich gewisse Positionen wieder sehr, sehr gut besetzt. Logisch, wie sie aus der Verletzung kommen. Ja, und im Endeffekt muss ich St. Gallen auch, habe ich das Gefühl, auch keine Gedanken machen, ob sie in die Playoffs kommen. Also, Stand heute kannst du das auch nach den Unruhen, die sie gleichwohl hatten, letztes Jahr, bis man rausgekommen ist, jetzt ist wieder Ruhigkeit, die Mannschaft auch stabilisieren, für vielleicht nächste Saison nochmal eine Schippe draufzulegen. Und von dem her gesehen, glaube ich nicht, dass St. Gallen sich Gedanken muss machen gegen Abend. Für sie wird es einfach wichtig sein, die Rückrunde, also Vorrunde zu bestätigen mit einer guten Rückrunde und dann mal schauen, was in den Playoffs möglich ist. Ist natürlich auch immer ein Losglück, was du hast, wenn du es hast. Und dann glaube ich schon, dass St. Gallen die eine oder die andere Überraschung kann schaffen. Ja, das ist durchaus so. St. Gallen, ich weiß nicht, ob es nicht eine Verschärfung mag, ich denke schon. Aber ich glaube auch, zum Unterstreichen, du sagst es genau, sie müssen die Vorrunde bestätigen, und zwar indem, dass sie wirklich auch in der Top 4 bleiben, weil ich glaube, Ja. das könnte ein Schlüssel sein. Ob schon viert werden, ist manchmal ein bisschen heimtückisch. Weil du spielst gegen fünft und der könnte eben zum Teil recht stark sein. Ja, ich sage eben, wie gesagt, ich glaube, für St. Gallen muss es jetzt einfach wichtig sein, die Vorrunde zu bestätigen mit guten Match, mit dominanten Match und dann glaube ich schon, dass St. Gallen den Platz 4 kann sichern kann oder Platz 5. Im Endeffekt spielt es keine Rolle, du bist in den Playoffs. Und dann glaube ich schon auf den Sommer, dass das auch nochmal einen Schub kann geben mit guten Transfer, weil dann plötzlich auch St. Gallen auch wieder Ruhe im Verein, gut aufgestellt, dass dort auch wieder Möglichkeiten sind. Vielleicht hat St. Gallen auch gar keine Möglichkeit gehabt, zum den Transfer zu machen, was sie wirklich brauchen. Ich meine, St. Gallen liegt nicht um eine Ecke, oder? Und das ist auch ein bisschen Problem. Und von dem her gesehen, glaube ich schon, dass Marisa das vollste Vertrauen hat in jedes Kader. Bin mir aber nicht sicher, ob wir nicht noch in den nächsten ein, zwei Wochen noch einen Transfer werden sehen oben. Genau. Fünfter Platz, der FC Basel. Wie gesagt, 17 Goal, aber schlechtes Goalverhältnis. Basel hat sich verstärkt für mich atypisch. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, sie brauchen das. Also drei neue Verteidigerinnen. Sie bekommen Nia Schenk, leihweise, 17-Jährige aus Freiburg.
Sie haben Lou Bernard, linke Außenverteidigerin, oder auch Mittelfeld Innenverteidigerin, so Defensivspielerin aus Frankreich geholt. Die ist, glaube ich, 23. Und sie haben dann jetzt ganz frisch aus Potsdam, glaube ich, ein Deutsche geholt. Die hat, glaube ich, noch nie gespielt für Basel. Und dann natürlich Tiara Buser, die zurückkommt aus Freiburg. Deutschland, aus Freiburg. Also dort Verstärkungen da. Wie siehst du das? Ist das eine Kampfansage von Basel? Ja, Kampfansage oder nicht. Ich glaube einfach für Tanik ist es einmal wichtig sehen, dass sie wahrscheinlich nicht mehr so viel Gold bekommt. Ich sage immer, aus einem guten defensiven Fußballspiel ist einfach, dass wenn der irgendwie muss 5, 6 Goal schießen pro Match, weil das ist relativ schwierig. Und von dem her gesehen macht mir das schon Sinn, dass sie auf diesen gewissen Positionen umgeschaut haben, ob man dort noch etwas machen kann. Weil ich glaube schon, dass Basel die Qualität hat, auch um die Vorderplätze zu spielen. Aber sie haben natürlich auch brutal ärgerliche Punktverluste gehabt, sind nicht so konstant gesehen, wie das sie sich wahrscheinlich vorgenommen haben. Aber ich glaube schon, auch Basel muss sich eigentlich keine Gedanken machen um einen Playoffs-Platz. Und jetzt geht es wahrscheinlich für Basel mal die Mannschaft als Einheit aufzutreten. Ich meine, Testspiele sind nicht schlecht, was sie hatten. Ich meine, sie haben, glaube ich, 2-2 gegen Freiburg gespielt. Zwei verloren am Die Schluss. zwei verloren. Last Minute Goal. Ja, und mein letztes Jahr haben sie, glaube ich, noch 6-7 verloren, keine Ahnung. Aber wie gesagt, sie sind auf einem guten Weg. Das braucht auch Zeit. Man muss das dann nicht auch zubringen. Ich glaube einfach, dass sie weiß, was es braucht, um erfolgreich zu sein, weil sie selber auf dem Niveau gespielt hat. Ja, Dominik Stein ist das Thema für zukünftige Podcast. Im Moment werde ich auch da nichts anderes sagen. Aber wie gesagt, sie auch jetzt nicht gerade im Punkt, wo sie sich kann zurücklehnen in Basel. So viel kann ich einem sicher schon sagen. Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich habe einfach Nein, gesagt, nein. mit dieser Qualität, mit dem ganzen Struktur und mit jeder Art Fußballspieler und mit Ja, jeder Qualität, glaube ich, wenn sie gut in die Rückrunde starten, müssen sie sich keine ich Sorgen machen, spiele wenn sie auf auf. Bürokratie an, Hugo. Nach Aha, dem ja, ich auch. alles gut. Okay, Ich sage nur, Basel, dort läuft es gut, dort wird umgestellt. Für mich fast das Wichtigste für den FC Basel ist, dass Camille Süchli zurück ist. Was für ein tolles Mädchen, was für eine großartige Fußballerin hat man gesehen gegen Zürich, hat man gesehen jetzt in den paar Minuten, wo sie gespielt hat, in den Vorbereitungsspielen. Also ich glaube, das ist ein super Zusatz. Wenn wirklich alle Stürmerinnen fit bleiben, dann hat Basel da vielleicht mit diesen neuen Frauen tatsächlich eine gute Verstärkung. Hoffen wir es für den FC Basel. Nächst ab, und das hat viel überrascht mit auf Punkt, ist der FC Aarau, der sich Red Boots wird nennen. These Boots are made for walking, wie es aussieht. Und nicht nur zum in Schrank stellen, was ist denn jetzt sechst? Also ein Punkt vor IB. 3 Punkte vor Luzern, fast schon sicher ein Playoff-Platz, Fragezeichen. Sie haben sich verstärkt, sie haben den Goalie zurückgeholt von Solothurn. Das heisst noch nicht, ich glaube, es geht auch darum, zu sie integrieren ins Team, damit sie parat ist, wenn Serena Friedli im Sommer wieder geht. Sie haben sich Clara Kehl aus Luzern geholt. Luzern berühmt, nicht viel Einsatz für Clara Kehl. Sie schießt gerade das Goal in ihrem ersten Match gegen Basel. Sie haben sich aus Italien einen Profi geholt, eine Schwedin, Sarah Nilsson. Ich weiß nicht, ob dort noch eine oder zwei mehr kommen, aber interessant, was Aarau macht und was die Idee ist. Gegen GC haben sie gut ausgesehen. Wie schaust du auf das Aarau? Playoff-Platz, ja, nein? Ja, Aarau hat natürlich schon Mühe gehabt, in die Saison hineinzukommen. Noch haben sie natürlich sich stabilisiert, haben natürlich auch Zürich, glaube ich, geschlagen, oder? Genau, Zürich geschlagen und gegen Stimmt. GC 1-1 gemacht. Ja, Also und unentschieden, also der große Kuss von der Saison. sie haben schon Matches drin gehabt, wo sie natürlich Top-Resultat geholt haben, auch super gespielt haben. Dann haben sie aber wieder Matches drin gehabt, wo man sagt, okay, genügend.
Ich glaube, wenn der Hodžić die Mannschaft kann stabilisieren kann, klar die Idee in Zukunft, dann glaube ich nicht, dass die nicht in die Playoffs kommen. Also ich bin eigentlich für den Aufstieg sehr, sehr positiv überrascht. Sie haben die Lehre gezogen von damals, wo sie aufgestiegen sind, wo sie glaube ich, mit 0 Punkten oder mit einem Punkt mit der Arbeit sind. Sie haben die Lehre gezogen, sie sind mit dem Kader in der Saison im Großen und Ganzen, haben jetzt punktuell verstärkt. Bin gespannt auf die Schwedin. Wie die ist, ja, ich glaube schon, dass sie, wenn sie so weiter schaffen wie jetzt, dann glaube ich schon, dass Aarau in die Playoffs kommt. Und auch Genau. dort, bin ich ganz ehrlich, ob jetzt Aarau 7., 8. oder 6. wird, ist eigentlich Aarau egal, einfach nicht irgendwie in die Abstiegs-Playoffs kommen, weil das wird dann gleich auch immer eine Herausforderung. Und so kannst du eigentlich sagen, okay, du bist in den Playoffs, schaust, was kommt, wenn du in der zweiten Runde rausgehst. Dann ist es so, dann hast du ja auch Erfahrung gemacht, super analysieren, super aufbauen für die neue Saison. Und dann glaube ich schon, dass Aarau längerfristig eine Adresse können sie im Schweizer Fußball, Frauenfußball. Und so wie Aarau spielt, also was ihre Attribute sind, ihre Stärken, könnte man sogar vorstellen, dass sie vielleicht könnten irgendein grösseres Team ärgern. Ich meine, zweimal 1-1 gegen Zürich oder so und können sie das Penalty schießen und dann ist es Rainer Friedli um, oder? Du weißt es Ja, nie, also wegen dem nein, eben. eben wegen dem sage ich, für den Aarau ist natürlich die Playoffs super, weil ich meine, du kommst in die Playoffs rein und du weißt, du hast nichts zu verlieren als Aufsteiger. Und ich meine, es gibt dann schon andere Teams, die dann plötzlich gegen Aarau shooten, wo es dann mehr haben, wo vielleicht der Anspruch ist, hey, wir sollten ins Finale kommen. Und wir sollten Ja. unter den ersten 3 sein in den Playoffs, also sprich, du musst ins Halbfinale kommen. Und dann hast du ein Scheiß-Match in Aarau, bist in der Dümmine, bist 1-0 hinten, musst daheim und musst eigentlich. Vielleicht nicht das shooten, was du eigentlich gewohnt bist, und dann läufst du ins offene Messer und dann bist du plötzlich draußen. Also für Aarau, wenn sie in die Playoffs kommen, gibt es ja nichts Schönes, weil im Endeffekt sie sind Aufsteiger, sie haben nichts zu verlieren. Die Playoffs sind ein Erfolg, auch wenn sie mit einem Budget fahren, wo wahrscheinlich enorm ist, aber nichtsdestotrotz, du bist Aufsteiger, hast 11 Punkte, hast Zürich geschlagen, hast GC als Punkt abknöpft und in gewissen Matches bist du noch da gewesen, um die anderen auch noch zu ärgern. Und von dem her gesehen, glaube ich schon, dass sie von diesen zwei Aufsteigern den viel besseren Job machen als Iverdon. Ah, ja, ganz klar. Und auch wirtschaftet super. Aber auch Iverdon darfst du nicht unterschätzen. Ich meine, das ist dann das Ja. Nächste. Also ich bin ganz ehrlich, in der Haut von Luzern und Ibe wird die momentan nicht stecken, weil wenn dann Lugano und plötzlich Iverdon von Punkten dienen und du das Messer am Hals hast, ich meine, dann wird die sehen, was dort in diesen Vereinen abgeht. Weil Fakt ist einfach, dass mein Ibe und Luzern, für die ist Playoffs Pflicht. Das ist der Anspruch. Das Und ist die ja so. anderen drei nehmen das als Bonus. Also, und desto näher, dass die Playoffs kommen und desto weniger Punkte am Strich hast für die renommierten Clubs, dann wirst du dann plötzlich nervös. Und ich glaube nicht, dass viele Spielerinnen mit dem können umgehen können, wenn es dann wirklich hart auf hart kommt. Ja, gehen wir doch gerade zu einem von denen, zu IB. 10 Punkte, also Ja. einer hinter Aarau, 7. Platz. Hat man sich anders vorgestellt nach der letzten Saison. Bislang von keiner Verstärkung gehört bei IB. Von Flavia von Kennel ist ja schon mal weg. Gut, man wüsste, Neuhaus und Schassberger kommen aus Verletzungen zurück. Das sind wichtige Frauen, zwei wichtige Frauen. Ich habe gehört von zwei, drei Abgängen, die vielleicht auch noch bevorstehen bei IB. Auch wenn ich sage, die KI bin wahrscheinlich verkraften. Ja, Mama, glaub mir. Auf jeden Fall müssen wir da schauen, wie siehst du das? Ich bin eine schwierige Saison gehabt. Ja. Einfach alles dran setzen, dass du noch in die Playoffs kommst. Also, dass du sicher in die Playoffs kommst. Oder wie muss der Aurelien die nächsten 9 Matches angehen? Das Problem ist natürlich, dass sie haben natürlich letztes Jahr eine riesen Equipe gehabt. Ich meine, sie haben dort wirklich qualitativ wahrscheinlich die besseren Spielerinnen gehabt, als sie jetzt haben noch zusätzlich. Ganz klar, ja. Und dann haben sie einen Trainerwechsel gehabt und ich finde Oderli taktisch, analytisch auf einem Top-Level. Jetzt kommt halt immer die Diskussion, gell? Du kommst natürlich aus dem Herren Profifußball und dann ist eine Frauenmannschaft, da musst du einfach noch gewisse andere, je nachdem, noch Sachen mitnehmen. Und er bekommt zu 85% das U19-Team. Das muss man Ja, einfach sehen. Das muss man einfach sehen. nein. Ich sage nochmal, ich habe das Gefühl, wenn der Oderli seine Idee der Mannschaft kann mitgeben und die Mannschaft versteht, was der Oderli will,
dann sind sie brutal gefährlich. Das ist mal im sportlichen Bereich. Aber ich glaube einfach auch, dass es sehr unterschätzt wird, wenn man vom Herrenfußball in eine Frauenmannschaft geht, was man dort noch für andere Sachen muss berücksichtigen, dass es funktioniert im Team. Ich habe gewisse Matches gar nicht das Gefühl gehabt, im Team innen stimmt es nicht. Das Team mit dem Staff ist manchmal nicht die Harmonie, die ich das Gefühl hatte. Ja. Und dann ist natürlich klar, das ist natürlich klar, wenn du keine gute Stimmung hast im Team, je nachdem, dann kommen das Resultat auch nicht. Und dann hast du zwei Komponenten, wo brandgefährlich sind. Oder? Wenn du eine gute Stimmung im Team hast und das Resultat nicht hast, dann hast du wenigstens nicht mehr eine Komponente, die du kannst aufbauen kannst. Aber wenn beides nicht stimmt, dann läufst du natürlich schon in Gefahr, dass es irgendwann mal zu Grabenkrieg kommt. Und ich bin jetzt gespannt, wenn IB muss, also alles andere als ein Playoffsplatz wäre eine schwere Enttäuschung. Und ich kann mir nicht vorstellen, was los wird in Thun, wenn man Abstiegsplayoff Thun gegen IB wird sehen. Ja gut, in der Thun machen sie das mal im Lachen. Nein, ich sage einfach. Und das ist doch nicht schon, anständig filmen. Ja, aber ich glaube schon, dass es für eBay wie auch für Luzern extrem wichtig ist, die ersten drei Matches. Natürlich, also das ja. Sind eigentlich, auf Deutsch gesagt, Penalties. Also dort musst du punkten, dann musst du volle Punkte holen. Wenn du nicht holst und die unteren Teams punkten, dann wird es brutal, gell? Weil es wird schwierig. eBay startet in Basel, Luzern. Ja. Startet in Lugano. Jetzt ein bisschen besser. Gehen wir gerade zu Luzern. Dort hat man auch noch ein bisschen aufgeräumt. Spielerinnen, wie gesagt, Markovic und Kiel, Logo. Schneider hat man müssen, Logo. Dafür ist groß der Nazi Beat Flavia Leich aus Rapperswil. Sicher eine gute, solide Spielerin, ob sie schon so weit ist, Nationalliga A zu spielen und dort den Unterschied zu machen, weiß ich nicht. Gekommen ist auch Bettina Brühlhardt. Das finde ich ist ein super Transfer. Bettina hat noch nie ihr letztes Wort in der Women's Super League gesprochen, wo sie mit der Vorrunde bei GC aussortiert worden ist. Ich bin ziemlich sicher, dass sie das mitbringt, was Luzern braucht. Und das ist Leadership, das ist Erfahrung, das ist auch ein guter Schuss und vor allem auch einfach der Wille, einfach zu spielen. Und ich glaube, Bettina ist jetzt ein starker Transfer für Luzern gesehen. Genau das, so eine Art von Spielen, wo man sonst eben nicht einfach so holen kann. Und wo sie Glück hatten, dass St. Gallen sie nicht mehr wollte. Dann gibt es ist noch jemand anderes neu gekommen, wo man jetzt gerade nicht dazu kommt. Flavia Leich, ja. Flavia von Kennel. Flavia von Kennel, der neu kommt. Look, wenn Flavia von Kennel von der letzten Saison bei Luzern um ist, super, hey, hure cool. Wenn es Flavia von Kennel ist, die sich in Ibe durchs Feld geschleppt hat, dann ja, okay. Macht Sinn, ist ja, easy. Aber weißt, jetzt sind wir wieder bei dem Punkt. Ich schätze genau, warum ist es nicht gegangen? Ich finde, Flavia von Kennel ist eine gute Spielerin. Flavia von Kennel, der Wechsel zu IBE habe ich begriffen. Dieser Saison. Ich auch. Aber es ist natürlich schon ein kleiner Indikator, wenn ein Flavia von Kennel, der menschlich, charakterlich top ist, keine Ansprüche hat und wirklich eigentlich, wenn sie sich wohlfühlt, auf ihrem Leistungsniveau kann performen. Und dann ist natürlich schon klar, wenn ich ein Match gesehen von der Flavia von Kennel, wo ich zweimal leer geschluckt habe, auf Deutsch gesagt. Ich auch. Und meine, gegen Aarau daheim, ich bin jetzt ganz öppen, ich habe Flavia von Kennel noch nie so nicht gut gesehen. Ich sage jetzt extra nicht schlecht, nicht gut gesehen wie in gewissen Match. Und ich glaube schon für Flavia von Kennel, für die Entwicklung wieder, nochmal um den Schub machen. Ich glaube, ist der Wechsel zurück für sie, könnte der genau der Transfer sein, den sie gebraucht hat. Sie kommt wieder in ein Umfeld, wo sie sich wohlgefühlt hat, wo sie gut performt hat, wo sie Cupsiegerin geworden ist. Und ich glaube, schon mit der Flavia von Kennel hat sie doch nochmal Qualität, die sie in Kappen. Sicher, wenn es die gleiche Flavia von Kennel ist, die da war. Ja. Aber jetzt ist natürlich auch die Frage, kann Flavia von Kennel das halbe Jahr nicht mehr abschütteln? Und wieder an die Leistungen, die sie, bevor sie gegangen ist, kann anknüpfen. Und das wird jetzt eine Aufgabe sein vom Staff und alles. Aber ich glaube, jetzt, wenn ich sie erlebt habe, neben dem Feld, vor dem Testspiel, und glaube ich schon, dass sie die Verstärkung können. Und mit der Brille halt, wir nicht diskutieren. Das ist eigentlich
Top-Transfer mit der Qualität, mit allem. Und von dem her gesehen, glaube ich schon, dass Luzern die Lehre aus der Rückrunde gezogen hat. Aber auch dort wird es wichtig sein, wie du in der Rückrunde startest. Ich meine, Lugano auswärts, wenn du verlierst, Da ist du das mich Problem am korrigieren, Hals. dann bist du nur noch ein Punkt hinter Lugano oder hat die Lugano überholt? Nein, da bist du schon noch 4 Punkte vor Lugano. Aber Ah, Yverdon okay. könnte die holen. Eben. Yverdon Und hat dann ist. 3, aber Ja. Ich sage ja, ja. oder? Ich meine, das ist auch wieder ein Penalty. Und ich glaube, jeder in Luzern weiß, der Match muss gewinnen, dass du ein bisschen Ruhe hast für die nächsten Match. Und nicht, dass du plötzlich jede Woche im Training bist und musst Angst haben, dass du am Wochenende unterm Strich bist. Und dann wird ja auch sehen, wie die Mannschaft mit dem umgeht. Das ist immer die Frage, wie gehst du mit dem Druck um? Weil jetzt ist es einfach immer so gewesen, normalerweise hast du zwei Mannschaften gehabt, die weiter weg sind. Oder eine, Lugano. Du bist auch mit 11, 12 Punkten bist gerettet gewesen. Und jetzt fängt es an, dass du plötzlich Mannschaften hast, wo nicht mehr so abfallen, wie das vor ein, zwei Jahren war, oder? Genau, und ich hoffe es für Luzern. Es wäre sicher wichtig, auch für die Innerschweiz. Ich bleibe dabei. Luzern war gegen Zürich die bessere Mannschaft gesehen. Luzern hat Ja. gegen Servette fast die bessere Mannschaft. Hat beide Mal nicht können die Sieg heimbringen. Das könnte man aber mit einer Bettina Brühlhart vielleicht besser. Gerade mit einer Flavia Funkkennel hast du vielleicht ein bisschen mehr Abbrühtheit. Aber weißt du, das finde ich ja alles lobenswert, was du da sagst. Wir reden hier über die Top 3, wo sie verdammt gut ausgesehen haben. Aber Aber sonst nicht so, ja. das Sie nützt nichts, wenn du haben gegen Lugano IB überkommst. vermeintlich 3-2 geschossen. Das SRF hat es einfach rausgeschnitten aus der Zusammenfassung. Aber Ja, nein, ich sage einfach, aber das die Match sind ja genau eigentlich, wo du nichts zu verlieren hast. Aber in den Match, wo du eigentlich musst gewinnen, dass du Ruhe hast, dort haben sie Probleme. Und das Das ist ist der so. Punkt. Und Dort hat das das darfst du, Leadership gefällt. ja, und das darfst du in der Rückrunde einfach nicht mehr haben, weil du hast 9 Matches und du hast 5 Punkte oder 3 Punkte Vorsprung auf den Strich. Also musst du sicher mal die Direktbegegnungen gewinnen, dass du mal einigermaßen Ruhe hast und hoffen, dass die anderen nicht noch in der Dümmchen plötzlich anfangen, die Grossen schlagen. Und wegen dem sage Genau, ich, genau. gegen die zwei Top-Teams gut aussehen. Das ist okay, aber du musst die Leistung nachher können, ein Wochenende später oder Mittwoch wieder können abrufen. Und das haben sie meistens nicht können. Und das ist das Problem von Luzern. Hoffen wir, dass es klappt. Ja. Ob die Flavia Funkkennel IB kann abschütteln, ich weiß nicht. Das Erste, was sie gemacht hat, ist, sobald sie bei Luzern war, ist in Gelb-Schwarz gegen euch spielen. Also hat sie genau Genau. das gleiche Dress nochmal angelegt. Weißt du, wie eBay das gleiche Dress hat wie Luzern, das Ersatzdress, weißt Ja. du? Auf jeden Fall, Luzern nimmt dann noch die drei Juniorinnen mit auf. Rebecca Vilena Schäfer, ich glaube, die ist am weitesten Weg zum regelmäßig im Women's Super League Team zum Einsatz kommen. Jamie Lee Kennel und Elena Müllermann könnten auch interessante Verstärkungen sein für das Team. Ja. So, dann gehen wir zu den letzten zwei. Yverdon hat sich im Winter jetzt scheinbar noch nicht verstärkt. Der Walter Späni ist gegangen. Das ist sicherlich ein herber Verlust, dort ein technischer Leiter. 3 Punkte, 5 Punkte vor Luzern weg. Aber Yverdon macht stetig Fortschritt. Könnte Yverdon noch mal ein bisschen das Rennen anzetteln? Ah, Ja. Mo, sie haben sich verstärkt. Entschuldigung, der erste Ach, sie Transfer von der haben. Saison. Franka Sie haben. Weber aus Deutschland, Aus genau. Deutschland, ja. Eine Ja, Schweizerin, die in Deutschland gesehen ist. ich glaube, es kommt schon noch etwas. Ich glaube, das mit dem Walter Späni, ja, das ist ein Verlust vom Charakter, von der Art, wie er ist. Ich schätze ihn extrem. Haben auch nach dem Entscheid Kontakt gehabt. Auch dort ist nicht alles ohne Querelen abgegangen, weil es ist ja so, dass die Frauen jetzt neu integriert sind bei den Herren. Und das ist eigentlich ein bisschen der Grund gewesen, dass eigentlich die Ausrichtung vom Verein nicht mehr auf der gleichen Ebene war, so viel wie ich weiß. Und ja, dann muss man einfach einen Schlussstrich ziehen. Er tickt da ähnlich wie ich. Wenn ich merke, das stimmt nicht, dann bin ich einfach konsequent. Ja, Transfer, ich glaube einfach, dass sie sich auch in die Meisterschaft hineinbissen haben. Sie haben zum Teil gute Matches gehabt, wo sie nicht belohnt worden sind. Ich meine, wenn das in der Rückrunde plötzlich anders rauskommt,
dann werden sie das Konto füllen. Ich glaube einfach auch, ja, jeder Match ist für sie ein Finalspiel. Und ja, ich sage nochmal, ich meine, Iberdo hat Möglichkeiten. In den Matchen, wo sie auf Augenhöhe sind, wenn sie einfach konkret im Abschluss sind, dann glaube ich schon, dass sie noch Punkte zuwachs kriegen. Und wenn die anderen oben den patzen, dann eben wie gesagt, es könnte schon noch sein. Also eben wie gesagt, wenn Luzern und Ibe viel falsch machen, dann sehen Ibe da schon noch Chancen für den Playoffs. Ja, wir werden es sehen, Piver da, mal schauen, wie sie aus der Rückrunde kommen. Geht sie als erster Gegner, ist noch schwierig. Lugano ist letzt, ein Punkt, minus 26 Goal. Wir wissen, Lugano hat mindestens, also hat sich während der Saison ja regelmässig verstärkt mit Spielerinnen, die wo vereinslos gewesen sind. Jetzt wartet sie auf Spielerlaubnis für zwei weitere Spielerinnen. Und, die eine aus England, von Southampton, also von Sunderland, weiß jetzt nicht ganz genau, eine Verteidigerin. Und sie haben eine hochkarätige Stürmerin, die auf Lizenz wartet, also Arbeitserlaubnis. Lizenz hat jetzt aber Arbeitserlaubnis in der Schweiz, weil es ja Drittstaatlerinnen sind. Lugano sucht auch in der Schweiz noch nach Mittelfeldspielerinnen, nach Zugang. Wäre gescheit, wenn zwei, drei Spielerinnen sich dort melden würden. Ich glaube, das wäre eine gute Chance, in Lugano zu spielen. Schafft es Lugano noch aus dem Playout-Modus raus? Oder werden sie die Abstiegsliga müssen? Im Normalfall würde ich sagen, Lugano geht im Playout. Aber wie gesagt, ich meine, sie haben das erste Match gegen Luzern. Wenn sie da gewinnen, dann haben sie 4 Punkte. Es könnte wieder flogen. Ja, und dann, wie gesagt, es geht niemand gerne auf Lugano schütten. Ich weiß jetzt nicht, wie der Spielplan ist, ob Ibe da auch noch runter muss, ob Ibe runter muss, ob alle die auch runter müssen. Also Fakt ist, dass wenn sich Radau wirklich Lugano wirklich verstärken tut, mit Kaliber, mit guten Spielerinnen, dann haben sie sicher die Möglichkeit, aber sie müssen schon ab der ersten Runde wirklich so performen, dass sie in die 9, 10, 12 Punkte noch machen, dass sie in die Playoffs kommen. Habe ich das Gefühl. Das sind also die Einschätzungen vom Hugo zu den Women's Super League Teams. Playoffs werden wir dann später irgendwann mal ansprechen. Ganz rasch, es gibt eine Abstiegssaison. Die zwei schlechtesten von der Women's Super League spielen gegen die zwei besten noch 18 Match von der NLB. Es gibt eine Saison, das heisst, es ist nicht K.O.-Spiel, man spielt 6 Spiele. Thun und Rappi sind im Moment so. Aber Stinnen, Zürich darf nicht in die Aufstiegsspiel. Bleibt es bei Thun und Rappi? Ja, im Normalfall würde ich sagen, ja, ich meine, Rappi hat sich massiv nochmal verstärkt. Also dort wird alles da gesetzt, dass sie nach letztem Jahr, wo sie ja eigentlich geschnuppert haben an die Barrage, alles da setzen, dass sie in die Playouts und Aufstiegsrunde kommen, weil es ist ja nicht mehr so, dass du hin und zurück gespielt hast, sondern du hast 6 Matches. Das heisst, wenn du 2 grossen Einischen beistellst und gegen Thun gewünscht, dann bist du fix da oben. Ich glaube schon, dass Rappi mit diesen Verstärkungen natürlich mit der Jessica und was sie noch verpflichtet haben, gute Qualität geholt haben, was sie nochmal an Qualität anbringen. Aber in der Breite sind sie extrem aufgestellt. Da machen wir jetzt bei Thun endlich Sorgen, weil im Endeffekt, wenn ich so die Liste angeschaut habe, sind sie einfach immer bei den 16 Spielerinnen gesehen. Ob das auf längerfristig auf die Saison raus nicht der Dampf ausgeht, weiß ich nicht. Sie werden sicher auch in die Playoffs kommen, Auf- und Abstieg. Aber ob es dann nachher längt in Nazi an, das ist schwierig. Es ist schwierig. Wir werden die Rückrunde sehen mit vielen Live-Übertragungen von Abseits hoffentlich in der Nationalliga B. Und da werde ich den besser können einschätzen. Stand letzten November hätte ich gesagt, keine von beiden schafft es. Aber das ist meine Meinung. Dort hatte ich das Gefühl, im Playout-Spiel wäre es möglich gewesen, in einer Saison mit 6 Matches. Also, habe ich sehr viel Mühe
für den Nazi-Verein einzustehen. Ja, aber ich glaube schon, dass Rapperswil mit der Transferoffensive, die sie gestartet haben im Winter, wo sie gleichwohl Qualität geholt haben, erfahren Jessica Scherer, Verno. Ja, sie haben noch zwei, drei andere geholt, glaube ich. Aber spielt auch keine Rolle. Werden sich noch ein, zwei Transfer machen, vielleicht von U21 von Zürich oder sonst wo. Aber ich glaube schon, dass sie Ziel ausgerichtet haben. Von Thun habe ich jetzt bis jetzt noch keine Transfer. Brandy Breitenmoser, genau, die hat es ja, auch von Winterthur. Der hat Transfer, hat mich überrascht. Aber mich auch, aber ist ein guter. Aber ist ein guter Transfer. Aber nochmal, ich glaube, von der Ausrichtung ist Rappi, hat schon Möglichkeiten. Bei Thun schwierig. Aber wie gesagt, ich sage nochmal, das ist genau das Gleiche. Wenn Aarau in die Playoffs kommt, auch nichts zu verlieren, wie Thun und Rapperswil auch nichts zu verlieren hat. Und dann ist es immer mühsam, wenn du als Women-Super-League-Club noch auf Thun musst oder Frappi und weißt, hey, eigentlich müsste ich da gewinnen. Vom Rhythmus her, von der Spielintensität ist klar, Avesel immer den Vorteil. Aber man hat ja genug Matches erlebt gegen Avesel, wo du sie einfach kannst kützeln. Ja, ja, ganz klar. Aber Thun und Rapperswil haben beide Qualität, aber gibt es keinen, Hugo, keinen Dritten? Ja, Solothurn. Mein kein Favorit ist immer noch Solothurn. Ich habe jetzt dort nichts gehört, aber wer den Urs Bachmann kennt, der ist ein Fuchs und wird sicher etwas im Köcher haben. Aber, eben, wie aber gesagt, es sind doch schon 7 Punkte. Ja, aber du spielst 7 Punkte. Ich meine, ich habe auf Barrasch-Platz, glaube ich, auch mal 6 Punkte gestanden, oder? Wir haben am Schluss in der Barrasch gesehen, oder? Ja, Hugo, ich weiß. Und es ist alles möglich. Es ist einfach so, wie du deine Winterphase, wie du dein Ziel ausgerichtet hast und ehrliche Arbeit und die wird belohnt. Ja, und du hast schon recht. Nach Solothurn ist Lira der Nächste mit 11 Punkten. Und ich glaube, auch wenn sie massiv zurück sind, ich glaube, das ist wirklich so. Nein. Wahrscheinlich ist Solothurn einfach nur der, der mitmischt. Und Zürich könnte der böse Spoiler sein. Hugo! Ja, darfst du gerne etwas sagen. Nein, wir werden es sehen. Ich bin selber Bevor ich dich entlasse, hilfst du mir das Vorbereiten von einem neuen Video. Und zwar, wir spielen das böse Spiel. Du weißt, es steht ein EM bevor. Weißt du das? Ah, die ist ja auch noch. Ja, EM von der Frauen kommt. Man darf 23 bis mehr oder weniger 26 Spielerinnen mitnehmen. Jetzt gehen wir doch schnell auf der Bild, siehst du mein Bildschirm? Ja, tun wir noch schnell mal zählen. Das sind 4, oder? Ja. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, was gibt das? 36, 40, 43 Spielerinnen, die der SFV meldet, da auf seiner Website offiziell. Da kommen noch andere dazu, die in der U23 Nazi sind. Man muss kein Genie sein, um zu wissen, das ist ein bisschen zu viel, Hugo. Ja. Machen wir ein böses Spiel. Schauen wir jetzt, dass wir schon bei den Goalies haben sie jetzt schon mal auf 4 beschränkt. Ich habe gesagt, wir sind eher bei 6, die darum spielen, für die Nazi zu spielen und da fehlt noch die 7, die eigentlich auch müsste im Rennen sein, und das wäre Fanny Kaiser. Goal ist dafür 3 mitgehen, welche von diesen 4 würde Stand heute rausgehen? Ach. Du darfst auch an mich weitergeben, wenn es dir zu schwierig ist, und dann sage ich es. Ja, ich vermute, dass zu deiner Friedlin zu Döpfchen muss bissen. Mensch, ich gehe davon aus, dass Elvira Herzog, wenn sie keinen Transfer bekommt, ich habe gehört, ihr Management sucht nach einer Lösung in der Bundesliga, dass Elvira Herzog nicht, also es wäre das Sinnvollste, wenn sie nicht würde gehen. Ja, stand heute, ja. Thalmann spielt alle Match, Friedli spielt tendenziell alle Match, Peng spielt im Moment alle Match. Abwehr. Schauen wir uns das an, das sind ganze 16 Spielerinnen in der Abwehr innen. Auch wenn ich denke, Nina Stappelfeld ist eigentlich eher eine Stürmerin bei Milan, aber ist gut. Hat es Platz für 16 Verteidigerinnen oder werden wir gewisse von denen nicht sehen? An der EM.
Beziehungsweise, welche werden wir sicher gewesen? Was hast du für? Aipagun, Bieler, Kalagaris, werden wir sehen. Kiewicz werden wir sehen. Maritz werden wir sehen. Rinascht wahrscheinlich auch noch. Ja, dann, und Stierli wahrscheinlich auch. Stierli auch. Und dann wird es knapp zwischen Megromarti, Gurni und Huni. Ja, freie Zauber wären interessant, aber ich glaube ja. Nein, nicht für die EM. Das wird nach der EM sein. Kalo, hast du das Gefühl, Kalo und Tuon, die haben die auch schon aufgebockt. Hast du das Gefühl, eine von denen noch? Nein. Gibt es irgendjemanden, der nicht auf dieser Liste ist, der vielleicht noch das Thema könnte werden? Luna Lemperier, ja, Lemperier. Das Problem ist ja, dass das ist jetzt Stand heute. Ich meine, plötzlich spielt sich eine in der Playoffs und so plötzlich in den Vordergrund, wo man dann einfach auch muss sagen, hey, wer auch wo die Antwort. Aber ich glaube schon, dass es eigentlich auch eine Belohnung wird sein für die Spielerinnen, die jetzt den Weg mit Nils gegangen sind. Nehmen wir da gerechtfertigt. Es wird sicher ein, zwei vielleicht Überraschungen geben, aber im Großen und Ganzen bin ich eigentlich sicher, dass eigentlich die altbekannten Namen dann die EM fahren. Außer es hat noch eine wirklich Ausreisse nach oben, wo man muss sagen, ey, man kommt nicht um so herum. Aber Stand heute, glaube ich, einfach die altbekannte. Genau. Und das weißt du, sind wir gut aufgestellt, abwehrtechnisch? Ja, ich glaube schon. Ja, das Beste, was wir haben, wahrscheinlich. Und das muss länger. Punkt. Mittelfeld, das ist interessant. Das ist ein grosser. Das grosse Leckerspiel. Wir haben Armida, Fawi, Vanessa Bernard, Stefanie Deire, Kim Dubs, Marin Gut, Sally Giulini, die jetzt gerade den Transfer gemacht hat und jetzt regelmäßig spielt. Alicia Lehmann, Sandy Mandli, Sondrin Moron, Seraina Pübel, Geraldine Reuteler, Nadine Riesen, Michel Schneider, Kumba Sow, Lia Walter, Riola Cemaili. Können nicht alle mitgehen. Wir haben eigentlich nur Platz für, glaube ich, 6 oder 7 Mittelfeldspielerinnen. Ja, nimmst du mal die mittleren 2, denke ich. Ja, also du meinst Bernauer und Deire? Ja, weil sonst hat der Nationenwechsel keinen Sinn gemacht. Mal in gut, wenn sie fit ist, sicher. Wird spannend sein, kommt sie spannend. Erst zum GC zurück, ja, zum Spielen. Weil ja, bei Arsenal gibt es nicht mehr viele Spielplätze für jemanden, der ja muss sich reinkommen. Alicia Lehmann ist klar. Dann Modo ist eigentlich in meinen Augen auch klar. Reuteler ist, wenn sie fit ist, auch gesetzt. Ja. Dann, ja, Lia Welt ist klar. Viola, sagen die drei. Auch. Auch die drei sicher, Riola Cemaili so. Michel Schneider, wie sie bekämpft durchsetzt. Ja, und dann, das ist eigentlich alles. Und dann alle anderen ist Versprechen für die Zukunft. Ich gehe davon aus, dass man von denen am ehesten Bernauer und Moron nicht wird sehen im Aufgebot. Ich gehe davon aus, dass Sandy Mandli es schafft. Yeah. Ich gehe davon aus, dass Lali Schalimann spielt, auch wenn der Blick sagt, sie wird nicht spielen. Reuteler ist wieder im Training, hoffentlich ist sie fit. Wenn Reuteler und Gut mitkommen, fit genug sind, sage ich, kommen die auch mit. Und dann haben wir echt nicht mehr Platz. Und dann können wir vorstellen, dass wir Moron nicht sehen an der EM. Dann können wir vorstellen, dass wir Riesenpubel all die auch nicht sehen. Ja. Und dann ist die grosse Frage, schafft es Deire oder Bernauer? Welche von beiden? Weil ich glaube, Giulini kommt ins Team. Das ist spannend. Stürmerinnen, ich meine, tendenziell kannst du sagen, wir nehmen einfach alle mit, who cares? Aber ganz realistisch gesehen, ich glaube es vor allem für Camille Sürde und für Talaya Pilgrim den Weg nicht an die EM denkt. Oder? Nein. Und Irina Pando muss schwitzen, wahrscheinlich zusammen mit der Fabian Hohm. Ja. Was eine Frechheit ist, in der Irina Pando gerade hat alles gemacht, um verdient zu in dem Team zu sein, aber du weißt ja, wie es läuft im Frauenfußball. Ja. Ist ja doch einfacher gesehen, als man gemeint hat. Willst du noch den Staff machen? Nein. Nils Nielsen, EM und fertig oder darf er noch die WM, wenn er sich qualifiziert? Ja, ist schwierig. Du musst es rechtfertigen, wenn es schafft, gell? Ist halt gerade dumm, was.
WM ist nicht im gleichen Jahr, gell? Das ist ein Jahr später. Genau. Sehr spät. Ja, schwieriger Entscheid. Es kommt auch darauf an, wie sich die Mannschaft präsentiert an der EM. Impfdurchbrüche haben uns den Sieg gegen Italien gebracht. Das heisst, wenn wir es clever spielen, gehen wir an die WM, ganz klar. Also, ja, aber du spielst ja nochmal gegen Italien, oder? Ja, wenn wir es clever spielen, lassen wir uns jetzt einfach nicht besiegen. Ja, aber eben, wie gesagt, weißt du, ich sage, DM wird sicher mal ein Punkt sein, wo geht es mit dieser Mannschaft. Und dann ist die Frage, machst du einen Umbruch nach der EM? Gibt es einen Umbruch? Oder zieht die Mannschaft noch bis zur WM? Dann wirst du nach der WM den Umbruch haben. Dann ist die Frage, wenn du Umbruch hast nach der WM, gehst du mit einem neuen Trainer an die WM oder gehst du erst nach der WM? Also das sind sicher Fragen, die man muss sich stellen als Verband. Da ist halt die Frage, keiner kann sagen, was ist richtig, was ist falsch. Wenn man bei der WM in der Gruppe vor uns rausgeht, sagt jeder, ja, man hätte den Trainerwechsel vielleicht nicht sollen machen. Wenn man die EM-Gruppenphase nicht übersteht, sagt jeder, du musst den Trainerwechsel machen. Wenn du nicht machst und dann die WM auch nicht gut abschnitt ist, dann heisst, man hat es ja gesagt. Also, ja, da muss der Verband gut überlegen, wie ist die Entwicklung, was wollen sie für die Zukunft, in welche Richtung geht es. Aber das ist eine Frage, die sehr, sehr schwer zu beantworten ist, weil es kann auf beide Seiten gehen. Ich glaube einfach, für den Nils wird es wichtig sein, an einer EM 3 Matches mit sehr, sehr guten Leistung zu machen, in Achtelfinale kommen, das muss Minimalziel sein, auch wenn die Gruppe Hammer ist, die sie haben. Sehr schwierige Gruppe. Sehr schwierig, weil ich glaube, du musst den Gegner schlagen, aber auch den schlagen ist schwierig, das ist Tagesform und ich glaube, das Schlimmste für den Nielsen wäre mit 0 Punkten und mit 1 Punkt ausscheiden, nicht mit guten Leistungen, weil dann wird die Diskussion anfangen. Ja, dann fängt die Diskussion ganz klar an. Hoffen wir, dass das nicht ein Thema ist, wo wir uns müssen, denn drei ja. Wird man, dass wir eigentlich eine super EM haben. Bleiben wir noch schnell beim, das war also die Vorschau auf ein Video, das ich machen werde, wo wir wirklich genau anschauen, wer wirklich Chance hat, an die EM zu gehen, wer nicht und wer etwas noch müsste ändern, damit das klappt. Sally Giulini war sicher die Erste, die das gemacht hat, mit einem Transferleih von Olympique Lyon, wo klar war, dass sie nicht viel zum Einsatz kommt, zu gehen. Und dort holt sie sich sicherlich auch ein gutes Ticket für die EM. Letztes Wort, Hugo, für dich. Die Schweiz wird DM austragen. Marion Daube verabschiedet sich vom FC Zürich nach vielen, vielen Jahren, zum dort das Komitee anführen. Ist das realistisch? Uns fehlen die Stadien. Die Stadien müssen umgebaut werden. Die UEFA wird dafür zahlen. Aber sind wir am Punkt, wo wir die Konkurrenz ausstechen können? Was hast du das Gefühl? Das ist immer ein politischer Entscheid. Du kannst eine super Kandidatur haben, du kannst alle Grundlagen haben. Im Endeffekt sind das Leute entscheiden, die wahrscheinlich dort vernetzt sind oder nicht. Ich glaube, die Grundidee finde ich gut. Es wäre sicher interessant, den WM hier in der Schweiz auszuführen. Ich glaube auch, dass wir genug gute Stadien haben, um die EM auszuführen. Ohne gross Umbauten. Also ich meine, wenn das Genève nicht mehr die UEFA-Anforderungen kriegt, oder das Joggeli oder Luzern oder ja, dann müsstest du halt einfach mindestens 8 Tage, glaubst, und das Problem ist, dass 8 Stadien, wo die Anforderungen erfüllen. Das ist eben nicht, haben wir nicht wirklich. Wir haben das Joggeli, wir haben die Swissport Arena, wir ja. haben Stade de Genève und dann ja. Und das letzte Grund, das sind 4. St. Gallen wäre 5, aber Luzern. Ist St. Gallen nicht auch schon Kunststraße? Nein, das, natürlich okay, St. Gallen auch noch, das heisst, du hast noch halt Luzern. Einfach Luzern hat schon erzählt, du hast dann eben mit dem Stade de Suisse, Stockholm Arena, dort ja. müsst halt einfach Rasen rein, wenn man das machen will. Lausanne müsst Rasen rein. Maladier. Biel hast du auch noch. Biel, ja, aber das ist, glaube ich, von der Größe ja nicht genug groß. Okay. Und da müsstest du halt einfach die Maladier, glaube ich. Lugano hast du auch noch. Ah, ja, aber ist dort das neue Stadion? Steht das bis 2025 ja. stehen? Ja, glaube ich, ist da. Okay, weil wenn das wäre eine Möglichkeit, ja, dass man sagt, Lugano wird auch noch eingezogen. Sion hast du auch. Sion müssen wir das Stadion umbauen.
Das sind halt auch die Regeln. Sion müsste schon umbauen. Du kannst sagen, du könntest vielleicht bis dann, wenn du Glück hast, hast du ja schon zwei Zürcher Stadien. Du könntest halt in zwei verschiedenen Zürcher Ja. Stadien spielen. Eben, das sind so ein bisschen Pros und Cons, aber eben, ich bin Ja, ich meine, gespannt. Kandidatur finde ich nicht schlecht, Ist aber super. ich finde, ja, ich meine, das hat mir ja bei Sion gesehen, Olympiade, wo uns die Kandidaten, wo man, ich meine, man bekommt sie nach der Zitudin bekommen. Ich meine, da läuft so viel hinterher, wo du gar nicht mehr beeinflussen kannst. Grundidee für den Frauenfußball-EM 2025 in der Schweiz finde ich einen guten Schachzug. Ob es da Post gibt in der Schweiz, wie man sich das vorstellt, das wird sich zeigen. Ja, das ist noch ein langer, weiter Weg und ja, Ja, ist Hugo, einfach so. das ist es auch schon wieder gesehen. Schon wieder fast 2 Stunden mit mir und mit dir. Wir haben zu reden gehabt, aber auch nicht zu viel. Das heißt, wir müssen uns sicher wieder mal sehen. bald mal, was steht bei dir jetzt die nächsten Tage an? Die Vorbereitung. Und dann geht es hardcore los in Luzern. He? was vorsteht, morgen zweimal Training mit den Jungs. Mittwoch Testspiel in Kriens gegen Cham, 7:30 mit den Herren 1. Donnerstag Transfergespräch. Freitag Training auf dem Platz mit den Spielerinnen, die nicht mit ins Trainingslager sind. Samstag, glaube mit einem Verein treffen, betreffend Spielerinnen. Sonntag, Luzern-Basel, Saisonstart. Montag frei. Dienstag Transfergespräch, also meine Woche ist ausgelastet. Ja, klingt doch gut. In dem Fall danke Und doppelt, vielleicht dass du dir Zeit genommen hast. Noch auf dem Neufeld, IB Luzern. Ah, kommst du auch? Ich gehe Mal schauen. schauen. Ich lasse mir das noch offen. Wenn kommst, bring mir bitte einen Kaffee mit. Hat doch ein Nein, Clubbeiz das hat jetzt nie geklappt, jetzt ist nie dort. offen. Nein, er ist nicht auf dem Neufeld, das ist auf der Allmend. Ah ja, okay, ja, das hat jetzt kein Beiz. Kannst du ins Aber. Migros-Restaurant oder Coop-Restaurant? Ja, oder im McDonald's, aber eben, wie gesagt, bringen wir doch einfach eins mit. Also, also. Alles gut. Nein, ihr habt es gehört, der Hugo hat viel zu tun, aber ich danke trotzdem nochmal für deine Zeit. Ich danke Bitte. euch, dass ihr jetzt da fast wieder einen ganzen Monat auf Erfolg gewartet habt. Es gibt ein neues Format, das fährt dann mit der Vorrunde an. Jede Woche gibt es dann einen kleinen Einblick in den Spieltag. Ich bin dort noch am Anschauen, was wir dort alles einbauen können. Aber ich kann euch versprechen, es wird grosses Kino. Viel mehr von mir werdet ihr sehen. Ihr werdet auch mehr vom Hugo und von der Alia sehen, wenn sich dann das ganze Covid-Regelungen-Zeug ein bisschen beruhigt. Das kommt sicher als nächstes. Ich wünsche euch aber in der Zwischenzeit eine gute Vorbereitung. Geht die Spiele schauen, die machen Spass, die Vorbereitungsspiele. So noch an ein Fußballteam wie jetzt kommen wir nicht. Wir sind gespannt. Die Nationalliga B und U19 wird ein grosser Teil von unserer Rückrunde sein, wenn ihr also in einem U19 oder Nationalliga B-Verein sind und das Gefühl habt, ihr wollt das Live-Spiel, bitte meldet euch bei mir und wir schauen das an. Sonst gehen halt alle Spiele auf Thun und auf Luzern. Ich wünsche euch ganz, ganz eine schöne Zeit. Hugo, danke nochmal für deine Zeit. Bitte, kein Problem. Und Ciao tschüss und zusammen. Vergesst nicht, uns zu abonnieren auf Instagram, auf Twitter, auf Facebook, auf SoundCloud und auf Spotify. Alle Transfer-News auf Instagram. Tschüss zusammen.